seid ihr hier? Wahnsinn. Also macht weiter so, habt Spaß und alles Gute. Rot und Weiß tragen wir auf der Brust. Am Geißbockheim leben wir mit Freud und Frust. Denn am Mailand oder Krasnodar, auch in Aue sind wir immer da. Im Ostseestadion, in Kopenhagen klingelt's Telefon. Denn wir sind trotzdem hier. Hamburg, Hattingen, Buxtehude, Köln-Sülz und nochmal Hamburg, rufen Müngersdorf, rufen Westfalen, rufen die Bundesliga. Ja, aber nicht mit dem Brunftton der Überzeugung, sondern eher mit einem leisen Zittern in der Stimme, dass vielleicht doch die erste Baumgart-Krise uns jetzt so richtig voll erwischt haben könnte. Das werden wir alles jetzt hier besprechen, denn ja, ist es nur eine schlechte Phase? Müssen wir uns echte Sorgen machen? Geht's noch nach unten? Machen wir das Werder Bremen sozusagen und lassen uns nach unten durchreichen? Ein 1:6 gegen Borussia Dortmund gibt zumindest nicht den ganz großen Anlass zur Hoffnung. Und das ist unser heutiges Thema. Deswegen volles Haus, 5 Leute anwesend, 10-facher Frust, also 50-mal Frust heute hier in der Aufnahme. Ich bin gespannt. Es darf erstmal jeder hier willkürlich irgendwelche Beleidigungen in den Äther rausschreien. Ich piep's auch nur die ganz schlimmen Sachen. Wir fangen mal an mit dem Raik. Hallo Raik, grüß dich. Guten Abend zusammen. Ich habe gar keine Beleidigung vorbereitet, aber da fällt mir bestimmt über die Sache noch was ein. Du bist Zen. Du bist sozusagen Zen. Du warst ja auch in einem buddhistisch geprägten Land unterwegs. Du bist ja gerade wahrscheinlich durchmeditiert. Genau. Tiefenentspannt. Ja. Genau. Von Pool und Changbier. Dann funk mal weiter nach Buxtehude, wie da das Frustlevel ist. Hallo Erik, grüß dich. Ja, Hummel, Hummel, Moos, Moos, sage ich nur. Sonst alles eigentlich, die Aufarbeitung geht langsam seinen Weg. Die Frustrationsrate geht langsam runter, aber ja, es tut immer noch etwas weh. Ja, und Hummel passt ja auch zu Borussia Dortmund, insofern. Ja. Deswegen. Ja. habe ich wieder einen Witz erklärt, ne? Ja. Genau. Aber ich glaube, unser Nicht-Hamburger müssen wir mal erklären, was es mit dieser Wortschöpfung überhaupt auf sich hat. Das kennen die bestimmt gar nicht in Westdeutschland. Aber wir machen erstmal weiter, wo wir gerade von Westdeutschland reden, mit Köln-Sülz. Hello, darkness, my old friend. Einen wunderschönen guten Abend. Ich fange jetzt mit meinem Stimmungssong des Abends an. Ja. Was soll ich sagen, ne? Was soll ich sagen? Hello, darkness, my old friend. Mehr muss man nicht sagen. Nee, muss ich jetzt wieder alles für YouTube rausklippen? Aber Macht nix. Ja. So, und dann haben wir noch zuletzt hier Save the Best for Last in Sachen Wutbürger, den Marco. Ja, hallihallo. Ich werde mich noch zurückhalten. Noch. Ja. Ich hebe das für später auf, meine Wut. So ist das. Muss hier auch ein bisschen aufbauen, damit es authentisch ist, ne? Mhm. Ja. Sollen wir mit was Positivem starten, bevor wir uns jetzt hier komplett in die negativen Spiele hinein begeben? Hast du was Positives? Ja, wir können ja einfach mal die U21 am Anfang der Folge behandeln und nicht immer hinten dran wie so ein Anhängsel. Weil dann haben wir zumindest einen Sieg, über den wir reden können. Als gefühlt einzige von den 3 großen Mannschaften oder von den 4, weil die U19 ja nicht gespielt hat, die überhaupt einen Sieg verringen konnte. Die anderen haben in Summe 11-1 verloren. Aber die U23 hat es geschafft, sogar noch einen Rückstand zu drehen und dann in den letzten 10 Minuten auf 3-2 zu stellen. Zuvor ging ein sogenannter Doppelschlags voraus. Und ja, so langsam schafft man es, sich aus den Abstiegsrängen rauszurobben. Und das ist doch was definitiv Positives, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir hatten es ja gerade, als es wirklich schlecht lief, hatten wir es ja auch schon angesprochen gehabt hier in der Runde, dass das sehr, 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 sehr bitter wäre, wenn du da aus der Regionalliga West absteigen würdest mit der U-Mannschaft, weil das natürlich auch ein gutes Vorbereitungsfeld ist und ein Heranführungsfeld ist für die jungen Spieler, von denen wir ja zahlreiche in den U-Mannschaften haben, dass die sich vorbereiten können, um den Sprung zu den Profis hinzubekommen. Und das wäre natürlich extrem bitter. Insofern umso schöner, dass sie sich jetzt offensichtlich gefangen haben und sich da dann peu à peu wieder rausarbeiten können. Wisst ihr, wer die Flanke zum 3-2 geschlagen hat?
Muss ja wohl Dimitrios Limnios gewesen sein, oder? So sieht's aus. Dimitrios Limnios. Ich sag's euch, der wird noch hinten raus der Faktor im Klassenerhalt. Ich sag's also immer wieder. Hat 89 Minuten, ist in der 89. Minute ausgewechselt worden. Also, das ist schon mal gut. Auf jeden Fall. Und ich glaube, jetzt gegen Wattenscheid, da musste auch belastbar sein. Da geht ja schon auf die Knochen. Gab ja auch zwei Platzverweise. Also insofern. Oh. Ja. Ja, meine Hoffnung, dass er demnächst langsam wieder mal in die erste Mannschaft sozusagen eingeführt wird, ne? Also vielleicht mal mit 20 Minuten oder so. Ich denke mal, dem wird die Länderspielpause jetzt gut tun. Da kann er auch mal schön jetzt arbeiten, so an den Grundlagen. Der wird ja wohl eher nicht jetzt für Griechenland direkt nominiert sein, kann man nicht vorstellen. Und dann kann der mit voller Power nochmal an Start gehen. Vor allem, weil natürlich immer sein kann, dass irgendwer von den, sagen wir mal, etablierteren jetzt verletzt oder angeschlagen von den Länderspielreisen zurückkommt. Hatten wir schon mal den Fall. Wäre natürlich sehr ärgerlich in der aktuellen Situation. Aber vielleicht ist dann gut, wenn dann so ein Limni wieder fitter ist. Der hat noch Vertrag bis 24, ne? Ja. Meine ich? Ja. Ja. Okay. Ja. Oh, vielleicht wacht er dann, passt er dann auch wieder, wacht dann im letzten Vertragsjahr auf, ne? Mhm. Naja, gut, aber ich muss ja sagen, der hat eigentlich bis auf die erste Saison bei uns in jeder Liga, wo der gespielt hat, immer Leistungen gebracht. Ja. Ne, also auch in Holland, vorher schon in Griechenland. Der hat halt so ein bisschen Pech gehabt, dass er vielleicht nicht 100% in diesen Baumgart-Fußball reinpasst. Deswegen nicht ganz so berücksichtigt wurde. Aber der hat sich, glaube ich, nie irgendwas jetzt leistungstechnisch zu Schulden kommen lassen. Aber hier, aber Hinweis aus dem Chat, ne, vom RW 1948. Limnios ist tatsächlich nominiert. Echt? Ich wollte es gerade sagen, ich habe es doch gelesen, ja. Ach, die sollen ihn in Ruhe lassen, ey. Griechenland, ihr werdet doch wohl irgendwo in einem, wie viele Millionen Einwohner haben die? 13 Millionen oder so? Werdet doch wohl irgendwo einen anderen finden als Dimitrios Limnios, der gerade noch so halb verletzt ist. Und mind my words, der wird in den letzten 10 Minuten eingewechselt und verletzt sich. Ja, so war es ja schon. Hat er sich nicht so, hat er sich sogar bei der Länderspielreise verletzt? Letzter Zweikampf des gesamten Spiels. 90. Letzten Minute. Spiel des Jahres. Ja, deswegen sage ich das ja. Dass die Griechen überhaupt noch ihre Mannschaft melden. Die sind einmal Europameister geworden. Das ist ja super. Haken dran und dann lässt du das Thema einfach sein. Rehakles. Ja. Also, no front an die griechischen Fußballfans, ne, aber. Übrigens hat Griechenland 10,6 Millionen Einwohner. Ich habe gerade nachgeschaut, bevor das jemand meint, anmerken zu müssen. Wenigstens da was Erfreuliches. Ansonsten, das dürfte auch, das dürfte aber auch das Einzige bleiben, oder? Aber ich finde schon geil, dass, also schreibt doch gerade der RW 1948 im Chat, der eine Platzverweis war ja eine gelbe Karte wegen Provokation nach 3:2 Siegtreffer. Ja, weil ohne Scheiß, das ist schon wieder erfüllend. Ja. Ja. Ich sag, okay, pass auf, sage ich jetzt, jeder, der wegen sowas vor Platz fliegt, schmeiße ich 10 Euro in die Saisonwette rein ab jetzt. Davy Selke, Marit. Davy Selke mit der Brille vor den Dortmundern wäre schön gewesen. Ja. Ne? Boah. Großartig. Da wäre mir so einer abgegangen. Ey. Nicht vor den Dortmundern, nur vor einem Dortmunder. Genau, schön an der Bank vorbeilaufen. Und dann den Ärmel hochkrempeln und so ein 27-Tattoo zeigen. Also es war einfach, ja auch... Einfach vor Modell stellen und auf die 27 zeigen. So. Ja, genau. Es war ja auch nicht alles schlecht in Dortmund, weil der Support das ganze Spiel war mega first class. Selbst im Fernsehen, es war ultra laut. Und als dann der feine Herr Modest aufs Feld getänzelt ist, da hat der Marc hier in den Chat geschrieben, das ist ja richtig geil, man braucht gar nicht gucken, man weiß, wenn Modest am Ball ist, weil er einfach bei jedem Ballkontakt heftigst ausgepfiffen wurde. Ich fand es einfach nur geil. War quasi ein Hörspiel, ja. Lass uns aber mal gerade noch bitte bei der U-Mannschaft bleiben und nicht auf das andere Spiel eingehen. Nein, ich will aber bei guten Sachen erstmal bleiben. Ich habe nämlich gerade einen Blick auf die Tabelle geworfen und das finde ich ja echt schon mal ganz geil, ne? Mit 31 Punkten. Jetzt 4 Punkte Vorsprung vor dem ersten Abstiegsplatz aus der geliebten nördlich gelagerten Nachbarstadt. Ja, aber auch die Nachbarstadt hat 2 Spiele weniger. Richtig, das ist halt das Gefährliche. Die müssen es aber auch erstmal gewinnen. Das ist richtig. Und du spielst jetzt das nächste Spiel, spielst du direkt gegen den SC Wiedenbrück zu Hause. Die sind, auch die haben 2 Spiele weniger, gleiche Punktzahl, also auch 31 Punkte. Man hat es aktuell wieder in der eigenen Hand, nicht abzusteigen. Und ich glaube, das ist halt ganz wichtig. Ja. Und man scheint jetzt so ein bisschen den Turnaround zu schaffen. Ne? Also das Unentschieden gegen Wuppertal, auch das, da wissen wir ja selber, dass da ist ja das der Ausgleich erst in der Nachspielzeit gefallen oder in der 90. Minute, dann das 3-0 gegen Aalen und jetzt das 3-2 in Wattenscheid. Und auch davor hat man ja auch gegen Münster, ich meine, der
die sind klar Erster, verloren, auch nur 2-1 und davor unentschieden gegen Düsseldorf und davor gegen Düren gewonnen. Also der Trend ist zumindest wieder nach oben. So ist es. Ich finde es bei Wiedenbrück übrigens ziemlich, ziemlich geil, dass die punktgleich mit der zweiten vom FC sind und ein Torverhältnis von +4 haben. Das ist Wahnsinn. Ja. Aber auch 34 Gegentreffer bekommen. Also im Vergleich, der FC hat 34 Tore nur geschossen, der FC hat 38 Tore geschossen, aber die haben nur 30 Gegentreffer bekommen. Wahnsinn. Ja. Und vielleicht noch letzter Trivia-Fakt zur U23. Wisst ihr, wer das Handspiel zum Elfmeter begangen hat? Bredaric, der Sohn von genau. dem, wie hieß der, Thomas Bredaric? Thomas, und er hat seinen Sohn Tim genannt. Thomas nennt seinen Sohn Tim. Tja. Haben wir denn irgendeinen Zweitnamen dabei? Würde uns was fehlen, ja. Ja, Tim Thomas heißt er tatsächlich. Kein Alter, Tim Thomas heißt er tatsächlich. Junge, ehrlich. Wow. Also, manche Leute lassen aber auch echt kein Fettnäpfchen aus, oder? Ja. Unglaublich. Er ist nach meinem algerischen Opa benannt. Ja, logisch. Ja. Thomas Bredaric ist übrigens Trainer bei Chennaiyin FC. Wer kennt es nicht? Hauptsache nicht bei Wattenscheid 09. Indische Liga. Oh. Wow, okay. Das ist schon exotisch. Ja, da kommst du nicht so häufig hin. Ja. Weil der eine HSVer ist da auch mal hingewechselt. Hier, wie heißt der denn? Der Sohn von Rico Steinmann, Matti Steinmann, so. Glaube ich. Der ist da, glaube ich, mal hingewechselt. Ich dachte, du meinst hier Timo Letschel, wie der hieß. Muss man auf jeden Fall wollen. Oh, bisschen multikulturellen Einfluss kann man sich ja auch mal geben. Ich meine, die nach Australien runtergehen, gehen da ja wahrscheinlich auch nicht wegen der fußballerischen Qualität, sondern auch eher wegen dem schönen Wetter und wegen dem kulturellen Einfluss. Ich sag mal so, indische Liga gegen Australien, das sind schon zwei Paar Schuhe. Wenn du warst schon mal in Indien, das ist schon eine andere Nummer. Also das muss man schon wirklich wollen. Ja. No front, aber das ist speziell, ne? Ich meinte übrigens gerade Timo Letschert, und der ist nicht nach Indien, der ist nach Korea gegangen. Und das ist halt sehr, sehr witzig. Ihr müsst euch mal so Mannschaftsfotos angucken, wo der drauf ist. Da steht halt dann, wirklich dann 10 dunkelhaarige, so 1,60 Meter große Menschen und dann halt so ein blonder Hühne da mittendrin. Das ist schon recht witzig. Wahrscheinlich musst du dir mal die Flankenstatistiken dieser Mannschaften angucken. Ja. Das Segeln nur Flanken rein. Spielt da bestimmt Stürmer bei denen, das kann sein. Ja. Als wenn du so ein 3-Meter-Center in der NBA hast oder so. Ne? Ja, das war ja auch mal unser Erfolgsrezept. Und damit hätten wir jetzt eine schöne Überleitung zum Dortmund-Spiel. Oder wollt ihr die andere Klatsche in den... lass uns das noch machen. Die war ja noch die geringere Klatsche, ne? Und der RW 1948 hat es ja auch reingeschrieben, herzliches Beileid an alle, die im Franz-Krämer-Stadion und dann noch beim Dortmund-Spiel waren, weil im Franz-Krämer gab es dann für die Frauen gegen Bayern München auch absolut nichts zu holen. Da kann man auch noch so ein bisschen froh sein, dass die Bayern-Frauen da in der zweiten Halbzeit nicht wirklich nochmal nachgelegt haben, weil die 5 Stück hat der FC dann schon in der ersten Halbzeit kassiert. Und ich habe immer so parallel ein bisschen zwischendrin mal mit drauf geschaut, also irgendwie so hin und her geswitcht zwischen der Zweitliga-Konferenz und dem Frauenspiel. Und boah, das sah schon aus wie ein anderer Sport tatsächlich, was Bayern da gemacht hat. Ne? Also den Frauen vom FC da überhaupt nicht hinterhergekommen und keine Ansätze wirklich gehabt. Ich kann mich auch nicht so richtig an eine großartige Torchance irgendwie erinnern. Also puh, ich meine, wir haben es ja bei uns im Chat auch schon hin und her geschrieben, so langsam wird die Luft dünner für den FC-Trainer, von den Frauen, für den Glas, vor allen Dingen, weil jetzt heute auch noch Werder Bremen gewonnen hat gegen Duisburg und damit der FC im Moment zwar mit einem Nachholspiel noch in der Hinterhand, aber im Moment auf einem direkten Abstiegsplatz steht. Und die nächsten 3 Spiele werden richtig bitter, ne? Also das ist Potsdam, das ist Bremen und dann kommt Duisburg, glaube ich. Ja. Das ist die absolute Crunch-Time der Saison, ne? Wenn du mit dem Gedanken schwanger gehst, deinen Trainer zu entlassen, dann musst du es jetzt machen. Also was auch nicht viel bringt, weil am Dienstag das nächste Spiel ist, ne? Also jeder, der jetzt neu käme, wenn er nicht schon irgendwie an der Mannschaft dran ist, hat dann genau eine Trainingseinheit, genau. Mhm. Und dazu kommt ja auch noch, jetzt ist dieses Spiel auch wirklich sehr unglücklich terminiert, finde ich. Also du hast jetzt am Dienstag das Spiel gegen Potsdam, in Potsdam, musst dann, also entweder halt irgendwie gucken, dass du durchmachst sozusagen bis Bremen, was aber auch nicht geht, weil es ja keine Profisportlerinnen sind, die haben ja alle einen normalen Job auch noch. Die können wahrscheinlich nicht mal eben sagen, ich bin jetzt mal eine Woche im Trainingslager,
in Malente oder so. Das heißt, die müssen wahrscheinlich zurück nach Köln, müssen dann am Donnerstag von Köln nach Bremen, haben dann auch noch zwei Trainingstage oder zwei Regenerationstage weniger als die Bremerinnen. Und das halt vor diesem entscheidenden Spiel, was du eh schon auswärts angehen musst. Also es ist schon eine sehr prekäre Gesamtsituation da. Also Trainerwechsel fände ich jetzt, das ist zu spät, da hätte man vorher reagieren müssen. Aber jetzt in so einer englischen Woche bei den Spielen, was soll das denn bringen außer Anruhe? Also wenn die jetzt eine Woche trainieren könnten oder so, aber da ist, also ich sehe es nicht. Naja, es ist ja häufig dann auch der Impuls einfach, ne, dass du irgendwas veränderst, weil wir müssen ja mal auf die letzten Spiele zurückschauen, die FC-Frauen geliefert haben. Also dolle war das nicht, wenn du mal die letzten 9 bis 10 Spiele zurückschaust. Du hast kaum offensive Gefahr ausgestrahlt, hast ganz, ganz wenige Tore gemacht, hast so gut wie keine Punkte geholt. Wir wollen doch noch vom Frauenspiel reden. Ja, ach so, das ist genau das Gleiche, ja. Nee, leider muss man sagen, ich find spielerisch die Situation bei den Frauen deutlich besorgniserregender als bei den Herren. Nur spielerisch jetzt, nicht ergebnistechnisch. Bei den Männern hast du ja zumindest gestern gegen Dortmund oder vorgestern gegen Dortmund gesehen, wie die vorhaben, ein Tor zu erzielen. Also da waren ja so ein paar Sachen, dann trifft hier der Adamian den Pfosten und dann fehlt mal dem Tigges ein halber Fuß oder so. So nah kommen die Frauen nicht mal an ein Tor ran. Oder jetzt, du hast Kingsley Schindler in der Mittelstürmerposition. Ja, ne? Oder der Schiedsrichter gibt keinen Elber, ja. Ja. Hat das nicht damit was zu tun, dass der Unterschied bei den Frauen in dieser Liga so unfassbar eklatant groß ist? Ja, ich rede jetzt ja nicht von dem Spiel gegen Bayern. Ich rede ja von Spielen gegen Meppen, gegen Duisburg, gegen Essen. Ja, die ganzen Grütze. Das ist ja alles Kragenweite. Gegen Bayern und Wolfsburg wirst du halt immer abgeschossen. Ja, aber auch gegen die kann man sich schon noch ein bisschen anders wehren und das nicht ganz so kampflos über sich ergehen lassen. Das ist ja in der Herrenliga genauso, dass du da auch gegen Übermannschaften dran musst. Aber ich finde tatsächlich, ich sehe halt nicht, was der Plan ist. Ich sehe nicht, was der Matchplan ist. Ich sehe da keine rote Linie. Also ich bin noch nicht so richtig von der Trainingsarbeit da überzeugt, ganz ehrlich. Ja. Ich bin ein bisschen weit weg, um die Trainingsarbeit da jetzt zu beurteilen. Und ich finde, am Anfang der Saison und auch letzte Saison, da hat das ja auch geklappt, auch spielerisch. Und da war die Mannschaft ja gut dabei. Also Ich bin da bei Daniel. Jetzt einen Trainerwechsel zu machen, das wird Unruhe bringen. Das würde vor diesen drei Spielen meines Erachtens nach ein größeres Risiko als eine Chance mit sich bringen. Und deswegen glaube ich jetzt einfach Augen zu und durch und gucken, es hätte noch immer Jotejange, dass da irgendwie was bei rumkommt. Gegen Potsdam gewinnen, egal wie. Muss auch kein Kantersieg sein, einfach nur 3 Punkte einfahren, gibt Selbstvertrauen für Bremen und dann gehst du mit der Stimmung der Hamburger Fans in Bremen, gehst du dann, oder Hamburger FC-Fans in Bremen, gehst du dann das Spiel an und dann gewinnst du da nochmal. Das sollte dann der Punkt sein, wo du dann auch wieder zurückkommst in die Ruhephase, in die Saison rein. Aber jetzt Trainerwechsel, finde ich für sehr gefährlich. Du hast ja noch einen Link gepostet, was potenzielle Spielerinnenwechsel betrifft. Das sorgt schon genug für Unruhe. Hm. Ja, das wäre der Worst Case, jetzt auch noch Ali Gudorf ablösefrei zu verlieren im Sommer. Jetzt ist ja so, dass die Liga, also die Frauenbundesliga, jetzt relativ lange pausiert nach den 3 Spielen, die ich gerade genannt habe, weil da irgendwelche Länderspielgedöns ist. Und in der Zeit halt sehr viele schon mal so Vorverträge machen. Und die Frau wäre halt eben im Sommer ablösefrei und ist natürlich extrem begehrt, weil sie eine der wenigen ist, die Leistung bringt in dieser relativ desolaten Truppe, leider, muss ich so schonungslos sagen. Und deswegen ist wohl der SC Freiburg an sie rangetreten. Und je nachdem, wen man fragt, ist es wohl auch schon eigentlich in trockenen Tüchern, dieser Wechsel. Und die halt ablösefrei zu verlieren, das wäre schon richtig, richtig bitter. Ist ja auch eine Urkölnerin, ne? Also hat ja auch den Lokalkolorit, aber sie muss halt auch gucken, wo sie in ihrer Karriere bleibt. Wollte ich gerade sagen, da ist ja auch viel weniger Geld im Spiel und da muss man, die Unterschiede sind groß. Ich glaube schon, da muss man gucken, dass man weiterkommt, gerade in dieser Klasse. Ja. Aber vor der Saison war Freiburg eine Mannschaft, die man auf Augenhöhe gesehen hat, mit der man auch mitkonkurrieren wollte. Und dass man jetzt eine der geplanten Gesichter wahrscheinlich dahingehend verliert, das tut richtig weh. Das ist richtig schmerzhaft. Und das ist der Situation geschuldet, ganz klar. Und das ist halt total, total unnötig. Ja, so ist es. Das hoffen wir, dass das Szenario nicht eintritt und dann nur wieder irgendwelche Medien Panik machen. Aber wir werden es weiter beobachten. Ja, Potsdam, vielleicht kann man sich da so ein bisschen Selbstvertrauen holen, ne? Das ist ja eigentlich schon
Kategorie Aufbaugegnerinnen, muss man ehrlicherweise sagen. Aber jetzt kennen wir auch unseren FC, egal ob Männer oder Frauen, die sind natürlich auch gut darin, dann genau solche Spiele dann eben eher selber zum Aufbaugegner zu werden. Naja, gut. Hoffen wir das Beste für Dienstag. Ja, mehr bleibt uns ja auch nicht übrig. Und das Bremen-Spiel könnt ihr alle live gucken auf Eurosport. Braucht man kein Abo für, ist im ganz normalen Fernsehen zu sehen. Gibt also keine Ausreden, dann nicht zu gucken. Dienstag macht Magenta Sport, oder? Ja, Dienstag leider nur gegen Entgelt. Entweder Magenta oder One Football kann man es Pay-Per-View machen. Ja. Jo, gut. Ja, dann kommen wir jetzt doch nicht mehr umhin, um uns nee. Dann war's das für heute. Oder? Ja, das war's. Danke. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao. Bleibt uns gewogen. Macht gut. Tschüss. Genau. Also, was mich an dem Spiel tendenziell noch mehr genervt hat, als das Spiel selber war, ich hatte ja schon wenig Hoffnung, ne? Dann die ersten 3-4 Minuten und ich habe meine Mutter besucht und habe auf Sky Go geguckt und dieses scheiß Sky Go ist immer 2 Minuten dahinter, ja, hinter dem Fernsehbild und wahrscheinlich 4 Minuten hinterm Live-Ticker. Und in unserer Gruppe hat immer der Marco geschrieben und ich habe schon 2 Minuten, habe ich mich schon aufgeregt, bevor das Tor dann überhaupt gefallen ist oder so. Oder Kingsley Schindler irgendwie gegen Pfosten geschossen hat. Oh, Schindler, super Nummer. Und ich schon so, oh, schon wieder ultra genervt geht. Das war noch schlimmer. Das war, die Ahnung, dass es gleich passiert, nervt einen noch mehr, als wenn man überrascht wird. Deswegen stelle ich die Gruppe immer auf stumm. Das ist aber total schön. Ich kann das komplett nachvollziehen. Ich kann mich nämlich noch dran erinnern, das habt ihr auch noch alle im Kopf, das Spiel, wo wir gegen Freiburg im Schnee in der Abstiegssaison 3-0 geführt haben und dann noch 4-3 verloren haben. Da hatte ich so eine App auf meinem Handy installiert. Toralarm heißt die und die war immer sehr, sehr schnell und unsere Übertragung war auch so, naja, ich sag mal eine Minute hinterher. Und als ich dann schon irgendwie das 3-3 auf meinem Handy gesehen habe und dann schon dachte, boah, schlimmer kann es nicht mehr werden und dann fällt noch dieses 4-3, da bin ich auch aus dem Laden rausgegangen und habe gesagt, so, ach komm, lass mich doch alle in Ruhe, ey, das ist ja so hart, wenn du vorher schon weißt, ne? Da war ich auf der Südtribüne eingeschneit, hatte arschkalte, nasse Füße und hatte so eine Krawatte, dass ich fast nicht durchs Mundloch gekommen bin beim Rausgehen, ja. Also, ich erinnere mich sehr gut an das Spiel. Ja, sehr schön. Das habe ich, glaube ich, schon 10-mal hier erzählt. Ich hatte Karten für das Spiel, aber ich war eingeschneit. Ich habe es nicht geschafft, ins Stadion zu kommen. Ich bereue nichts. Ja. Hast du das auch mal ein andermal erlebt, so vor einer Woche oder so? Ja, da habe ich es aber geschafft, mich durchzukämpfen ins Stadion. Da war ich anwesend. Trotz Schnee, zumindest in Norddeutschland. Ja, wobei da war auch nicht. Also das war ja nur so ein bisschen Köln-Schnee, das zählt nicht. Von uns war ja Freiburg schon mehr. Von uns war ja auch eine Abordnung aus unserem Fanclub mit einem Neunerbus in Dortmund. Ich bereue auch nichts, dass ich nicht dabei war. Ich war nicht dabei, bevor wieder Gerüchte hier auf Twitter kommen. Ich war nicht dabei. Nein. Ich kann bezeugen, dass ich da in Hamburg war. Ihr seht mich jetzt hier mit der Hunde, der schwört. Nein, der saß tatsächlich neben mir. Ich habe ihn an die Bar gekettet. Ja. Ich kann es bestätigen. Ich habe nämlich die Theke gemacht und da saßen die beiden Kollegen auch eifrig kölschtrinkend davor und haben mit mir das Leiden des Spiels durchlebt. Mhm. Ich habe in der Halbzeitpause mal aufs Handy geguckt, Daniel. Ich war irgendwie überrascht. 72 neue Nachrichten, 69 davon von Marco. Ja. Irgendwie muss man das einfach. Die Hälfte nicht jugendfrei, ne? Ja, wahrscheinlich. Ja, stimmt, ja. Nein. Also, ja. Aber also auf den Spezialisten werden wir bestimmt gleich noch zu sprechen kommen. Ja, ich meine, also ihr merkt, wir reden hier über alles, aber halt nicht über das Spiel, weil das ist auch so ein bisschen Selbstschutz irgendwie. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Ich habe jetzt irgendwie nicht die ganz große Motivation, über jedes einzelne Tor zu reden und wer da welchen Fehler wo gemacht hat. Die Frage ist auch eher, wer hat keinen Fehler gemacht, ne? Ja, also ich finde, man kann 2 Spieler so ein bisschen rausnehmen aus der Generalkritik. Das ist für mich einerseits Skiri, der sich eigentlich nichts zu Schulden hat kommen lassen und der sogar als Innenverteidiger da aus irgendwelchen Gründen auflaufen musste. Und der andere wäre für mich tatsächlich Davy Selke. Das ist für mich der notenbeste Spieler an dem Tag gewesen. Auch vom Einsatz her. Und das alle anderen würde ich jetzt so pauschal die Note 5 geben. Ja. Ich glaube, das ist ja bei den Portalen auch entsprechend, glaube ich, so gelaufen, ne? dass das noch irgendwie ausgestellt wurde. Ja, also wenn man aus diesem Spiel irgendwas Positives mitnehmen will, dann, dass zumindest die Flaute bei den Stürmern vorbei ist und dass wir endlich mal wieder ein Tor geschossen haben und dass es dann auch ein Stürmertor ist und damit diese elendige Diskussion von, was waren es jetzt, 800 irgendwas Minuten ohne Stürmertor, dass das jetzt zumindest erstmal vorbei ist und hoffentlich bei Selke jetzt dadurch auch ein bisschen Knoten geplatzt ist und wir uns dann noch ein paar mehr Tore für den Rest der Saison erhoffen können.
Aber dann hört es auch schon auf, weil alles andere waren halt, wenn selbst ein Marvin Schwebe sich das 4-0 da quasi selber reinlegt und wenn du dir anschaust, was Mahlen und Wolf mit Hector und Chabot auf der Seite angestellt haben, puh, boah, da kann einem auch, wenn man dann dazu noch überlegt, dass wahrscheinlich ein Ali Skiri nächste Saison nicht mehr da ist, da kann dir schon Angst und Bange werden, ne, was das Spiel angeht. Aber da waren schon echt ein paar Böcke drin, ja. Wobei es auch Dortmund auch gut gespielt hat, ne? Gerade die ersten beiden Tore waren natürlich auch spielerisch sehr, sehr gut gemacht, muss man mal ganz klar sagen. Ja, aber spielerisch hin und her, also dieser ganze Auftritt war wirklich grotesk schlecht und zwar auch von Leistungsträgern wie Hector oder wo man sagt, normalerweise der fightet, die waren alle zu weit weg, das war behäbig, das war mental immer irgendwie 10 Sekunden behind, das fand ich schon, also ich fand das schon, wie man sich da ergeben hat, ne? Auch dieses, ich weiß nicht mehr, welches Tor war das, wo der erst gehalten wird oder wo der abprallt und dann jemand steht. Das 5-1. Das war der Freistoß. Da siehst du in der Zeitlupe, wie sich die ganze Mauer umdreht, guckt, aber kein. Und stehen bleibt. Ja. Und stehen bleibt. Und denkst du, Junge, ey, da will ich doch erstmal loslaufen. Nicht, also, boah, nee. Und das Schlimme ist, dass. Ich glaube, Haller war der Torschütze, ne? Ja, genau. Mhm. Und dass der hinter der Mauer, mit denen auf einer Höhe losläuft. Und ja, wenn ich laufe, kommt nicht an, ne? Ja, genau. Es macht nachher wahrscheinlich für das Spiel nachher keinen Unterschied mehr, ob du das jetzt, also ja, Tordifferenz stimmt, also da vielleicht schon noch ein bisschen, aber in Summe machte das nachher keinen Unterschied, ob du jetzt 5-1 oder 6-1 verlierst. Aber gut, aber lass uns mal noch auf 2, 3 für mich durchaus schon noch entscheidende Sachen zu sprechen kommen. Es gab ja eine sehr strittige Situation, was den Elfmeter betrifft, beim Stand von 2-0. Ich glaube, selbst wenn es den Elfmeter gegeben hätte, hätte uns das am Ende den Arsch nicht gerettet. Und wir wären trotzdem untergegangen, hätten das Ding verloren. Aber ich bin immer noch auf 180, dass es bei sowas keinen Elfmeter gibt. Ich verstehe es nicht. Es gab schon für so viele Dinge einen fucking scheiß Elfmeter. Und hier guckt sich der Tuppes im Keller, guckt sich das an. Nee, das war eine ganz normale Handbewegung, da war kein Elfmeter. Muss man aber jetzt auch relativieren, weil sowohl der Schiedsrichter als auch hier irgendwie der Sippel, dieser Oberschiedsrichter-Macker, der da durch die Gegend läuft, jetzt im Nachgang auch zugegeben haben, dass das definitiv eine Fehlentscheidung war. Hilft uns natürlich keinen Deut weiter. Ja, es waren heute. Da haben wir gestern in der Halbzeit schon drüber gesprochen, Reich. Das ist, hilft uns aber nicht. In der Situation stand es 2-0 für die Hummeln und wir waren da wirklich am Drücker, wir waren da wirklich dran, haben gekämpft und der Elfmeter, wer weiß, was das gemacht hätte. So ist das Ergebnis. Im Gegenzug machen die es 3-0 und der Drops war gelutscht. Aber da hast du dir gerade selber widersprochen, Erik. Du hast gerade davor noch gesagt, das hätte jetzt auch nichts geändert, wenn wir da einen Anschluss gemacht hätten. Wir wären trotzdem abgeschossen worden. Also da musst du dich schon mal von der Seite entscheiden, ne? Aber es ist ja tatsächlich, ich bin da auch eher dabei, dass das schon noch mal was gemacht hätte, wenn du da mit einem 2-1 rangekommen wärst. Dann wäre das nicht so eindeutig gewesen, hättest du vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr, ja, weiß ich nicht, hättest du dein Selbstbewusstsein noch ein bisschen gestärkt. Ich meine, wir haben beim letzten Mal gegen Dortmund haben wir auch erst zurückgelegen und sind dann auch wieder zurückgekommen. Also dass dann das wieder ein bisschen wecken kannst, dass du sagen kannst, Mensch, wir haben schon so viele Spiele gedreht, warum jetzt auch nicht hier nach einem 2-0? Also allein fürs Torverhältnis wäre ein Tor mehr schon gut gewesen, ne? Also wer weiß, ob es noch drauf ankommt, ne? Ich meine, Dennis, du weißt, Torverhältnis, das ist ja eigentlich deine Domäne, ne? Aber ganz ehrlich, also ich fand das auch eine Frechheit, weil meine Dahoud, natürlich macht er das vielleicht nicht absichtlich in der Laufbewegung, aber der vergrößert doch seine Körperfläche und der hält den Ball auf. Also ist mir nicht klar, ist mir absolut nicht klar. Und da kriege ich schon wieder eine Krawatte über diesen beschissenen VAR, weil wenn er schon da ist, das ist doch schon wieder so offensichtlich, dass man das nicht gibt. Ich verstehe es nicht. Sorry. Das ist die eine Sache. Und dann die andere Sache, ich habe es eben gesagt, ich habe die Theke gemacht, ich habe es nicht ganz alles so mitbekommen, aber die Sache von Mo Dahoud, war das nicht nach dritten rote Karte? Ja, das ist eine Tätigkeit. Und wenn er das erkennt, für mich ganz klar. Wenn er das erkennt als das, was es war, nämlich als ein Nachtreten, dann kann er dafür nicht gelb geben. Dann muss er da zwingend rot für geben. Punkt. Da gibt es überhaupt gar keinen Spielraum. Weil die Situation ist abgepfiffen und er tritt von unten liegend nach oben nach.
Ja. Und dann ist es egal, ob er ihn erwischt oder nicht erwischt. Auch selbst wenn es irgendwie, keine Ahnung, ein Schlag oder sowas ist, selbst wenn du den nicht voll erwischt, das ist dann eine Tätigkeit. Das ist unsportlich und dann ist es rot. Und dann fliegt der Typ vom Platz. Dann hat er auch nicht die Möglichkeit, diesen Freistoß zu schießen. Und das sind so, diese zwei Szenen haben mich auch im Nachgang, regen mich auch immer noch auf, gebe ich ganz offen zu. Wie gesagt, das waren sicherlich nicht die spielentscheidenden Szenen. Und man kann jetzt nicht sagen, naja, wenn der Hut vom Platz geflogen wäre und wir den Elfmeter bekommen hätten, dann hätten wir die da 4-0 aus dem Stadion gefegt. Aber es ist dann halt einfach nochmal oben drauf. Und wenn du dir dann noch diese Torschussbilanz anguckst, ich glaube, am Ende nachher waren es 8-8 Torschüsse, steht aber 6-1 für Dortmund, dann erinnert das schon ein bisschen an unseren Breakout da gegen Bremen, ne? Da haben wir ja, glaube ich, 6-mal aufs Tor geschossen, haben sieben Tore daraus gemacht und Bremen hatte jetzt auch nicht so wenig Torschüsse. Das ist schon irgendwie, also gestern ist wirklich alles schiefgelaufen, was schieflaufen konnte. Sowohl von Schiedsrichterseite als auch von der Konsequenz bei uns und einfach auch die Effizienz, die Dortmund da an den Tag gelegt hat, das war schon, boah, alles aufeinander, ne? Jetzt ja, weiß ich, wie die Bremer sich gefühlt haben, als sie 7-mal der Trömmelchen gehört haben. Ja, das wusste ich aber schon vorher, dazu bin ich schon zu lange FC-Fan, ne? Aber der Töpchen 2011 schreibt, man könnte über die Aufstellung sprechen, ja, sehe ich genauso, war ja auch im Chat schon, also mit 1-6 zu spielen, das ist meines Wissens noch nie richtig gut gegangen und dann schon gar nicht gegen Dortmund, ne, da habe ich mich, und die Leistung von Olsen, das war auch echt eine Katastrophe, jetzt zum wiederholten Male, ne, ich meine, Marco, dir muss ich es nicht sagen, ich könnte jetzt noch 435 Chatnachrichten über den betreffenden Spieler zitieren, ja, aber das war wirklich, also eine schlechte Leistung, kann man jetzt nicht schönreden, sorry. Nein, also Olesen war immer 2 Meter zu weit weg. Also ich weiß auch nicht, ob man so einem Spieler mit so einem Spiel auch einen Gefallen tut. Und genau das ist eingetreten, was ich mir gedacht habe. So, ich habe die Aufstellung gesehen, habe gedacht, alles klar, wir laufen ins offene Messer, weil genau für so Spiele brauchst du eine Doppel-6. Und ich finde jetzt auch nicht, dass Matthias, also wenn jetzt Olesen in den letzten Spielen eine unfassbar gute Leistung gemacht hätte und das sich irgendwie erkämpft hätte, sich dafür belohnt hätte, dann würde ich sagen, alles klar, komm, der hat das sich jetzt mal verdient und vielleicht muss man auch mal was versuchen. Aber das war sehenden Auges ins Verderben rennen. Weil guck dir doch mal bitte diese in Anführungsstrichen Offensive vom BVB an, das Haller, das Malen, das Reus, das Guerrero, das Bellingham, das der Hut. Also, dann stehst du da mit Ilias Kiri und der sagt, jo, also ich kann zwar viel zulaufen, aber alles so nicht. Und Olesen war jeden Zweikampf zu spät, zu weit weg und dann auch immer so, wo ich gedacht habe, Junge, spielst du mit angezogener Handbremse? Also ja, nochmal, wenn du da 3-0 zurückliegst oder 4-0 zurückliegst, ja, dann zieh doch mal eine gelbe Karte, dann pfeffer doch mal da einen weg. Ja, was ich halt nicht verstehe, was du schon richtig gesagt hast, ist, seit seiner Verletzung hat er ja diesen Esprit, den er vorher so ausgestattet hat, diesen Willen, diese Offensive und so, das ist ja 0,0 noch da. Ich meine, es ist ein junger Spieler, er hat eine Verletzung, ist so ein bisschen in so ein Loch gefallen, okay. Aber dass man dann im Spiel gegen Dortmund von Anfang an spielen lässt, ich meine, der hat ja auch durchgespielt, ne? Das muss man wirklich nicht verstehen, ne? Also ich kann es nicht verstehen. Der Martell war doch eigentlich wirklich sehr gut in den letzten Spielen, also relativ gesehen. Verstehe nicht, warum muss der Basic keine Chancen mehr bekommt. Also der wird ja auch immer nur eingewechselt. Den hätte man auch von Anfang an bringen können. Also Dennis und ich, wir haben uns auch gefragt, als die Aufstellung rauskam, was ist das? Was wird das hier? Das ist Wahnsinn. Also das, was ihr gerade auch gesagt habt, diese Aufstellung an sich selber, die war absolut nicht nachvollziehbar gegen diese Dortmunder Mannschaft. Also Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, darf ich jetzt mal eine andere Position einnehmen? Nein. Gut. Dann gehe ich zurück in mein Schlafzimmer. Nein, also hat sich wahrscheinlich jeder FC-Fan auch im Vorfeld Gedanken gemacht, was kann man aufstellungstechnisch tun, um mal so ein bisschen wieder Torgefahr reinzubringen und mehr Kompaktheit reinzubringen. Und ich bin tatsächlich zu relativ ähnlichen Erkenntnissen gekommen wie Steffen Baumgart im Vorfeld. Nicht jetzt Person Olesen, das kann man sehen, man will, aber man kann ja auch vorher nicht wissen, dass der so eine katastrophale Leistung abgeben würde. Das ist ja. Der hat ja bei Baumgart ein bisschen Stein im Brett, darf man auch nicht vergessen. Nee, aber also ich versuche mal zu verstehen, was die Hintergedanken von Steffen Baumgart waren bei der Aufstellung. Das ist ja für mich immer so wichtig, bevor ich draufhau. Also ich glaube halt, wir haben die besten Spieler, und da möchte ich jetzt Daniel auch ganz energisch widersprechen, wir haben die besten Spieler mit dieser Baumgart-Raute gemacht.
Das ist ja im Endeffekt ein Sechser, ne? Ein Sechser und dann so ein Jubicic so auf halb rechts, der immer nach hinten ein bisschen abkippt und situativ unterstützt. Und wenn ganz viel Gegnerdruck ist, kann sogar der linke Rautenspieler auch noch nach hinten abkippen, in dem Fall jetzt keins, oder der Zehner sich fallen lassen, dann hast du fast schon drei Sechser auf dem Platz. Gleichzeitig können die aber alle nach vorne schieben, die drei gerade genannten, und können damit versuchen, so in diesen Zehnerraum reinzukommen und damit irgendwie die beiden Stürmer zu füttern. Und ich glaube, das war der Hintergedanke dabei. Also das war die Idee, warum da nur ein Sechser rumgelaufen ist. Jetzt kann man halt streiten, ob wirklich Olesen der Beste für diese Zehnerrolle in so einer Art ähnlichen Raute ist. Er hat es ja auch sehr schnell korrigiert. Ne? Er hat ja nach 20 Minuten dann Jubi auf die Zehn gestellt und Olesen auf die zweite Sechs neben Skiri dann gestellt. Hat also das Experiment schon wieder beendet nach 20 Minuten, wo es halt auch schon 2-0 oder 3-0 oder irgendwas stand. Und die Idee, Adamian reinzunehmen, macht für mich auch Sinn, weil Lemperle mag Baumgart nicht. Das haben wir schon zehnmal erörtert hier. Der ist keine Option für die Startelf für ihn, warum auch immer. Und dann hast du nur noch genau einen einzigen kreativen Spieler in deinem ganzen Kader. Und das ist halt Sargis Adamian, der noch ein bisschen Geschwindigkeit mitbringt dazu. Und dann macht das schon Sinn, den als zweiten Stürmer dahin zu stellen, neben Davy Selke. Jetzt muss man ja auch sagen, der hat die erste Chance gehabt. Ne? Also wenn der Ball von Alexander Meyer statt an den Pfosten rausspringt, sondern vom Pfosten ins Tor reinspringt, sagen alle, Baumgart ist der große Matchwinner, weil er Adamian aus dem Hut gezaubert hat. Das ist immer auch so ein bisschen dem Spielverlauf geschuldet, ob man es jetzt positiv oder negativ beurteilen will. Was ich mir aber schon auch wünsche von Baumgart, wenn der ja sieht, dass Olesen einen richtig schlechten Tag hat, dann musst du nach 20 Minuten auch mal sagen, sorry Junge, nicht gegen dich, ich hab dich immer noch lieb, aber komm raus und ich bringe jetzt hier den Martel. Da ja, muss man ja auch mal wehtun. Spätestens zur Halbzeit hat dann. Was stand es zur Halbzeit? 3-0 oder 4-1? Oder 4-1, 4-1. Ja, da ist ja noch nicht alles komplett verloren. Also natürlich wird es auch mit 4-1 sehr, sehr schwer. Aber Dennis, das ist doch auch Bullshit. Aber also jetzt, Bullshit. Also 4-1 zur Halbzeit zurückzuliegen, dann ist das Spiel ist doch verloren. Ach, Bullshit. Wie viele Tore haben wir im Hinspiel in der zweiten Halbzeit geschossen? Ja, nein. Aber was war in aber was das für war doch ein ganz anderes Spiel. Ist doch wurscht. Ja, aber da haben wir bin ich jetzt aber bei Dennis. Da im Hinspiel lagen wir nach einer katastrophalen ersten Halbzeit 1-0 hinten und haben dann in der Halbzeitpause hat Bonga dann irgendwelche Stellschrauben gedreht und wir sind rausgekommen und hatten dann, glaube ich, nach 60 Minuten das Ding gedreht und stand 3-1. Also da hatten wir drei Tore gemacht und haben vor allen Dingen, super also desolat in der ersten Hälfte. Ich bin sehr, sehr froh, dass Marco und Daniel weit, weit, weit weg sind von jeder Profimannschaft. Wenn ihr in der Halbzeit ein Spiel verloren gebt, habt ihr im Profifußball nichts zu suchen. Ja, aber Moment, der feine Herr in Hamburg. Also man kann oder im Buxtehude, man kann ja das Hinspiel nicht vergleichen. Ihr habt jetzt gerade das Hinspiel mit weitem Abstand eine der besten Saisonleistungen der Hinrunde. Ne? Ja, und vor allem nochmal. Stopp. Die erste Halbzeit war scheiße. Moment. Aber wir lagen erstmal, ich fand die scheiße, die war durchwachsen. Aber wir lagen 1-0 hinten, haben dann drei Tore gemacht, wovon das zweite ja schon die Führung war. Und das dritte war dann aus dieser, weil der BVB hat den Kopf hängen lassen, scheiß Körpersprache. Und dann hat der Lubicic noch einen reingewämst. Okay. Aber jetzt hätten wir drei Tore machen müssen, um überhaupt auf Augenhöhe zu kommen. Bei Dortmund, die gerade total die echt gut spielen, also jetzt nicht Champions League, aber ansonsten, ja. So, ja, kann das ist doch was ganz anderes. Fußballer nicht denken. Der kann nicht zur Halbzeit sagen, ich habe das Spiel jetzt schon verloren, ich gehe nach Hause. Nee, das habe ich ja nicht. Nein. Das habe ich auch nicht gesagt. Das Spiel nicht verloren geben, natürlich, du gibst nie ein Spiel verloren. Also, ne? Also, du hast das gerade als Bullshit bezeichnet, mein Freund. Ja, aber Dennis, aber jetzt mal ganz ehrlich, wie würdest du denn diese Aufstellung retten? Dann, wenn du das machen möchtest, dann wechselst du in der 45. Minute, nicht in der 58. Er hat ja was von 58 gesagt. Ich habe doch gesagt, in der Halbzeit. Ja, aber wo kommt diese Zahl 58 überhaupt jetzt her? Nee, ich habe die gar nicht genannt. In der 58. kam der 3. Ja, weiß ich, aber das kann er mir jetzt ja nicht anlassen. Nein, ja, aber ich verbitte mir eigentlich auch, dass hier meine Meinung als Bullshit diskreditiert wird, ganz ehrlich. Also ich möchte, dass wir hier bitte auch vernünftig miteinander reden. Ja, aber das sehe ich nicht. Also ich sehe diese Aufstellung nicht. Also ich weiß nicht, was Sargis Adamian beruflich macht. Fußballspielen ist das nicht. Ach, das ist jetzt wieder so eine Momentaufnahme. Natürlich ist er gerade nicht gut, aber ich bleib dabei, wenn dieser Ball von dem Pfosten nach innen springt statt nach außen, sieht die ganze Welt auch anders aus.
Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, wer schon mal, also und selbst nur hobbymäßig Sport gemacht hat, natürlich sagt man nach außen, das wird auch der Baumgart sagen, das wird hier sagen, wir geben kein Spiel verloren, wir falten. Aber geh mal in ein Spiel oder in eine Prüfung auf der Arbeit oder geh mal da rein, wo du weißt, okay, du liegst leicht zurück, aber ne, also du hast es nicht ganz geschafft, aber jetzt kommt nochmal dein Teil. Oder geh mal jetzt da, du hast schon die ersten drei mündlichen Prüfungen grandios verkackt und ist auch noch scheiße gelaufen und der Prüfer findet dich scheiße und hat schon einen Spruch gemacht, da kann es natürlich auch noch bestehen, aber der Psychologe, das psychologische Moment ist halt verheerend. Ne? Und das ist bei so einem Spiel auch, wie die auf, das war doch nicht mehr, also natürlich kann man als Trainer oder als jemand, der die Mannschaft betreut, das nicht sagen, aber von außen, für mich, war das Spiel zur Halbzeit gelaufen, weil... Ja, guck mal in den Chat, was Gladden 2-1 einschreibt. BVB 4-4, Schalke damals sogar 4-0 zur Halbzeit. Die Blaupause. Ja, aber habt ihr mal die letzten Spiele geguckt und habt ihr mal den Trend gesehen? Und ich meine, du kannst es doch jetzt nicht isoliert sehen als ein Spiel. Also wenn du dir, wir haben ja letztens schon gesagt, dass der Vektor oder der Trendvektor im Augenblick leider nach unten zeigt. Das ist eine verunsicherte Mannschaft, junge Spieler, die haben wenig Erfahrung damit. Es gibt wenig, dann sind die Stützen des Spiels, sag mal, Hector hatten auch einen richtig schlechten Tag und so. Und das hast du auch in der ersten Halbzeit gesehen. Ja, natürlich kann alles sich 100% verändern, aber wahrscheinlich ist das aus meiner Sicht nicht. Nee. Natürlich ist es nicht wahrscheinlich, ist ja logisch. Aber dann gib das doch nicht auf. Also tut mir bitte einen Gefallen und werdet Freiburg-Trainer. Da macht Freiburg nie wieder ein Comeback gegen uns, wenn ihr da so motivierend auf die einwirkt. Aber Dennis, jetzt mal ganz im Ernst. Ne? Noch nicht zur Halbzeit, meine aber, Freunde. Aber Dennis, wen? Welche Szene fandest du denn aufbauend aus der ersten Halbzeit? Ich habe doch jetzt mindestens dreimal schon diesen Pfostentreffer von Adamian genannt. Plus das und es hätte einen Elfmeter geben müssen, haben wir gerade schon besprochen. Wann wäre diese rote Karte für Dingenskirchens hier gewesen? Zweite Halbzeit. Gut, aber zweite Halbzeit. Es hätten auch zwei Tore sein können. Aber die beiden Tore sind noch danach gefallen in der zweiten Halbzeit. Ne? Der Hut kriegt in der 66. Spielminute die gelbe Karte, die eigentlich rot gewesen wäre. Und danach fallen, kurz danach fallen die beiden Tore. Ja, Leute, aber nochmal, wir reden hier über eine erste Halbzeit, wo alles, was schiefgelaufen ist, hätte richtig laufen müssen. Es hätte eine rote Karte, ach nee, die Kanzlei, aber es hätte auf jeden Fall einen Elfmeter geben müssen. Dann hätte es 2-4 gestanden. Dann hätte noch alles andere richtig laufen. Natürlich, also Elfmeter klar. Elfmeter hätte 2-1 gestanden erstmal, ne? Ja, aber... Wenn einer den reinmacht, weiß ja auch nicht. Ja, genau. Also jetzt aber, wenn wir das Spiel so sehen und jetzt einfach sagen, da hätte es einen Elfer geben und wir unterstellen, der wäre reingegangen, dann hätten wir 4-2 gehabt zur Pause. Natürlich, das... kann das natürlich alles ändern, aber man muss natürlich von der ersten Halbzeit so ausgehen, wie sie gespielt worden ist und was da alles schiefgelaufen ist, also schiedsrichtertechnisch. Und wenn ich mir das angucke von außen, wenn ich mir angucke, wie sind die letzten Spiele gelaufen, wenn ich mir angucke, welche Form haben die Führungsspieler, ja, dann hatte ich, also klar, natürlich hoffen tut das jeder, aber realistischen Comeback habe ich nicht erwartet. Nein, also das sagt ja auch niemand. Niemand redet von realistischer Chance. Aber du musst halt immer dran glauben im Profifußball, generell in jedem Profisport. Ja, also ich weiß nicht, ich glaube, ich war ja mal relativ nah an einem Profisport. Ja, hättest du jetzt eine Halbzeit gesagt, oh, ich gehe nach Hause, ich fahre mit der S-Bahn nach Hause, geht ja alles. Du fährst nicht, aber du spielst nicht mehr mit Volldampf. Ja, aber ist doch Bullshit. Wir haben noch so viele, der Fußball kennt doch tausende von diesen Comebacks. Unterbewusst weißt du, dass... Ja, aber vielleicht hast du es deswegen dann auch nicht zum Profi geschafft, wenn du da unterbewusst so denkst. Ja, ich habe es aus anderen Gründen nicht zum Profi geschafft. Aber vielleicht hast du auch nicht die Mentalität dann generell. Vielleicht musst du als Profifußballer auch genau dann über deine Schmerzen hinausgehen und halt so ein Liverpool-Mailand-Ding machen. Ja, ich meine, der Gladen hat ja das 4-4 von Schalke gegen den BVB genannt. Oder, weiß ich nicht, dieses Freiburg-Ding gegen uns. Aber du kannst selbst unser 3-2 gegen Bayern damit reinschmeißen. Vor 11 Jahren oder wann das war. Ja, das sind ja unfassbare Ausnahmen. Natürlich, klar. Ja, also und ich habe, wie gesagt, da hätte ich Haus und Hof gegengesetzt. Also ich auch. Du darfst auch eins nicht vergessen. Darfst du nicht denken. Nein, du darfst nicht so denken, aber du musst natürlich auch eins sagen, und das ist auch so eine Sache, wenn du natürlich, der Baumgart wird natürlich sagen, ihr schafft das, aber wenn du das overpayst, dich nimmt doch irgendwann keiner mehr ernst, weil dann sagen die Spieler auch, Junge, ey, der erzählt sowieso immer, wir gewinnen, wir gehen hier unter, die sehen ja auch, wie es gelaufen ist, also das so, und wie gesagt, der ganze Trend, und natürlich
Ja, jeder, der irgendwas professionell macht, ob im Sport oder im Beruf, wird natürlich immer, sag ich mal, setz dich mal voraus, sagt immer, ja, das wird schon klappen und ich bin überzeugt von dem, was ich tue und so weiter, ne? Aber kann mir doch auch keiner erzählen, dass da alle 11 Spieler, junge, alte, mittlere Spieler rausgehen und sagen, so, das Ding, heute können wir es noch schaffen, das, also kann ich mir nicht vorstellen und die sind trotzdem Profifußballer. Du musst aber diese Überzeugung haben, weil ich meine, habt ihr euch mal den Spiel, ihr sprecht ja jetzt alle, oder habt ihr auch ganz häufig das Wort negativer Trend irgendwie drin gehabt. Bevor wir 7-1 gegen Bremen gewonnen haben, haben wir vorher die Spiele davor haben wir 5-0 in Mainz verloren, haben dann 1-1 gegen Hoffenheim geholt, haben 2-0 in Freiburg verloren, haben 1-2 zu Hause gegen Lev verloren und haben dann noch 2-0 bei Hertha verloren. Da hast du auch in die ganze Zeit einen negativen Trend gehabt und dann kehrst du ihn um. Das musst du halt irgendwie, dieser Wille muss halt dann einfach da sein und das musst du dann halt einfach auch irgendwann an einer bestimmten Stelle auch hinbekommen, weil Serien sind dafür da, damit sie auch irgendwann mal gebrochen werden. Jetzt bist du natürlich in so einem negativen Strudel drin und dann erwächst ja vielleicht auch was raus. Ne? Deswegen sei ja dieser Elfmeter hätte was sein können. Auch der Treffer von Selke, auch wenn es dann 1-4 steht, ne, oder 4-1 dann gegen dich, das kann ja trotzdem dann was machen mit dir. Und deswegen war ich auch so ein bisschen enttäuscht, dass dann da diese zwei Dinger noch gefallen sind hinten raus. Und deswegen sage ich schon, dass es einen Unterschied macht, ob ich dann nach der Halbzeit oder nach dem Spiel dann mit 4-1 oder mit 6-1 rausgehe. Das ist schon nochmal beschissener, um es mal ganz krass auszudrücken. Dass ja, klar, du dann noch 200 Dinger reinlegen lässt, ne? Ja, das ist nicht nur für die Torbilanz beschissen, das war ja nur so daher gesagt. Das ist natürlich für die Motivation und für die Psyche, gerade von so jungen Spielern schlecht. Also, wer länger Fußball guckt, hat immer wieder so Mannschaften, die in so einen Negativstrudel kommen. Dann kommt eins zum anderen. Jetzt will ich das nicht herbeireden oder so, sehe ich auch noch nicht am Ende so, weil es ist dann doch eine sehr starke Mannschaft und vielleicht ein sehr schlechter Tag bei uns und eine schlechte Aufstellung und so weiter und so weiter. Aber also Türpchen schreibt das, das stimmt auch. Und die Körpersprache war halt auch so, dass also die Körpersprache hat das ganze Spiel dem Spielstand entsprochen, fand ich. Aber dann musst du als Trainer doch umso mehr relativ früh von außen ein Zeichen setzen. Das kritisiere ich auch zum Beispiel. Da sind wir alle einer Meinung. Da sind wir ja auch nicht weit von entfernt. Ne? Es gibt Trainer, die wechseln dann nach 20 Minuten oder 25 Minuten wechseln die aus. Genau. Und das erwarte ich auch. Das erwarte ich auch von Baumgart. Ja. Er sagt immer, oder hat jetzt zu wiederholten Male gesagt gehabt, er muss jetzt auch liefern und ihm fehlen aber gerade noch die Antworten, dann soll er bei seiner Ein- und Auswechselstrategie mal anfangen, weil die ist nämlich des Öfteren schon fragwürdig gewesen in meinen Augen. Ja, war das nicht in Wolfsburg auch, wo wir in der 75. oder 78. das erste Mal gewechselt haben, wo jeder den Kopf geschüttelt hat? War auch eine Frechheit, ne? Und das fand ich jetzt auch, also wenn du 4-1 zurücklegst und wie ihr sagt, man will nochmal was reißen, dann musst du zur Pause Zeichen setzen. Und zwar bei so einer Mannschaft, die so auftritt und die so den Kopf hängen lässt, da musst du mindestens 2, wenn nicht 3 Spieler tauschen in der Pause. Einfach um zu sagen, hier, jetzt scheiße gelaufen, nehmt euch eine Pause, jetzt kommen die anderen, jetzt wir sind hier ein Team, jetzt holen die anderen. Wir müssen uns gegenseitig unterstützen, jetzt holen die anderen die Kastanien aus dem Feuer. Aber wieder so weiterzumachen mit den gleichen Händen in den Köpfen und dann in der 60. oder 65. das erste Mal zu wechseln, wo es dann irgendwie schon 5-1 oder sowas, ich weiß nicht mehr genau, oder das ist, finde ich, einfach grotesk. Also stand noch weiter 4-1, aber du verlierst halt, also gewechselt wurde in der 58. Aber du verlierst halt fast 15 Minuten. Mhm. Also du hast, und nochmal, also wir können ja mal auf die Wechsel dann nachher gucken. Die Wechsel waren Martel für Chabot, Hussein Basic für Kainz und Meiner für Adamian. Also war Chabot eigentlich angeschlagen? Ich habe überhaupt nicht verstanden, warum das Giri in die Innenverteidigung geht. Was ich mir vorstellen konnte, ist, dass du, also du hast ja nachher im Prinzip mit so einer, verkappten Dreierkette gespielt und Skiri hat sich dann immer so ein bisschen mehr nach hinten fallen lassen. Dadurch hast du aber ja eine klassische Doppelsechs und Olesen hat sich ja dann wieder so ein bisschen nach vorne getraut. Wobei auch das, also ich finde, bis auf Davy Selke hättest du da in der Halbzeit jeden rausnehmen können. Jeder. Und, aber ich denke halt, am überfordertsten war immer noch Olesen und da muss man halt echt mal nach 20 Minuten sagen, ich beende das Experiment. Ja. Da sind wir uns, glaube ich, sogar alle einig. Dann stell lieber safe irgendwo, ne? Dann stell ihn Martell rein, mach eine stabile Doppel-Sechs und dann lässt ihn Lubicic davor spielen als Zehner und gut ist, ne? Mein Lieblingsbeispiel ist ja immer das Champions-League-Finale, wo Liverpool noch 3 Tore gegen Milan aufgeholt hat.
Das hat man gewonnen, indem man Dietmar Hamann eingewechselt hat. Und der ist jetzt kein Weltstürmer gewesen für die jüngeren Zuhörer, aber der hat das Mittelfeld einfach geordnet und hat dadurch dafür gesorgt, dass man aus dem stabilen Mittelfeld raus eigentlich deutlich sicherer kontern kann, weil nach hinten nicht mehr viel passiert ist. Das war damals der Schlüssel. Also einen defensiv orientierten Mann einzuwechseln heißt nicht immer, dass man automatisch irgendwie jetzt Schadensbegrenzung machen will. Das kann auch manchmal ein Signal an die Offensive sein. Jetzt nicht immer natürlich, ja, aber So eine schöne Phrase vom Fußballkommentator: man muss die Statik des Spiels ändern. Und das sehe ich bei Marmorett immer viel zu spät, muss ich sagen. Ja, oder gar nicht halt. Also, ja, oder gar nicht. Wichtiges Schlagwort: Kompaktheit, ne? Kann auch mal reinwerfen. Ja, es ist natürlich, also. Ja, und der FC lebt auch von dieser Bissigkeit, ne? Lebt davon, dass er nervt, dass er hoch anrennt, frühes Pressing und so weiter und so weiter. Und nichts davon war zu sehen einfach. Klar, es schwer gegen so eine Mannschaft, aber es war auch einfach nichts davon zu sehen. Mit ihrem offensiven Mittelfeld auch immer dafür gesorgt haben, dass wir gar nicht hoch anlaufen konnten. Also die sind ja so schnell bei uns in der gegnerischen Hälfte oder in unserer Hälfte gewesen, so schnell vor dem Tor gewesen. Und Du hattest ja dann, ich weiß nicht, bei welchen Toren, es waren 2 oder 3 Tore, die relativ gleich waren, wo dann rund um den Elfmeterpunkt kein Gegenspieler irgendwo weit und breit war, weil das einfach zu schnell ging für uns. Mhm. Also da konntest du nicht mit früh anlaufen. Das haben die Dortmunder schon ganz clever gemacht mit ihrer Qualität. Das muss man leider Gottes zugeben. Wir haben es an der einen oder anderen Stelle geschafft mal, ne, mit dem Anlaufen vorne. Du hast ein paar Situationen gehabt, wo dann Kainz, Selke, Adamian da vorne schon Druck aufgebaut haben, aber da hat sich halt Dortmund auch immer wieder sehr, sehr gut draus befreit. Ich meine, schau dir mal diesen Pass an zum, was war das? Das müsste das 4. gewesen sein, wo Malen da an der Seite durchgeht. Da passt Süle halt unter Druck auf der Innenverteidigerposition, passt er das Ding dann halt über 30, 40 Meter malen genau in den Lauf und befreist sich dann daraus. Ne? Das ist halt genau das Risiko bei diesem hohen Anlaufen. Wenn du nicht komplett mit verschiebst, dann öffnen sich da halt Lücken und gut, dass Schwebe sich das Ding dann selber reingelegt hat, geschenkt bei den vielen Leistungen, wo er gut war, ist das auch mal in Ordnung, wenn er sich mal so einen Aussetzer gönnt. Aber das war dann halt genau das, wenn du dann Spieler von der Qualität hast, die angelaufen wären, die dann trotzdem noch die individuelle Lösung schaffen und da noch vernünftig rauspassen. Das ist halt ultra schwer zu knacken, sowas. Ne? Dann muss dann halt wirklich alles zueinander passen. Was mich auch ein bisschen gestört hat bei der Aufstellung oder generell im Spiel, dass Baumgart ja alle die ganzen schnellen Spieler, ne, Meiner und so, waren alle draußen. Und es gab so 1-2 Situationen, wo auch, glaube ich, Selke mal oder wer so ein Konter gespielt hat an der rechten Außenlinie. Es war in der zweiten Halbzeit, glaube ich, da waren die aber noch nicht eingewechselt. Der ist halt nach vorne gelaufen, da ist halt einfach niemand mitgelaufen. Ja. Also dann hat er einfach irgendwie den Ball blind in 16er geschossen, gekloppt, aber da waren halt nur Dortmunder halt, weil es keiner mitgelaufen. Und das fand ich auch echt, naja. Und ganz ehrlich, das ist, genau das ist das. Und im Moment, ich finde, Florian Kainz hat auch eine unfassbar schlechte Form aktuell. Mhm. Also diese Standards, das ist ja sowas von uninspiriert und blind da einfach nur reingehoben, ohne Schärfe, ohne eine Idee, also, oder ich sehe sie halt nicht. Oder diese Freistöße, da denke ich mir jetzt mal so, ja, also, und genau diese Szene, die der Daniel gerade beschrieben hat, die war symptomatisch. Der Selke hat den Ball, setzt sich dann im Laufduell, ich glaube, gegen Schlotterbeck oder Riasson auf außen durch und guckt und sieht, dass keiner mitgelaufen ist. Der erste, der mitgelaufen war, war, glaube ich, Adamian, und der stand so 5-6 Meter hinter dem 16er. Und dann denkst du dir auch so, Junge, ich bin jetzt gerade hier zur Außenlinie als zentraler Stürmer gelaufen, und dann macht euch doch zumindest auf dem Weg Richtung 16er. Glaub doch mal dran, dass ich den Ball behaupten kann und den vielleicht auch wieder reinflanken kann. Ja, so. Genau. Und ich finde, das ist etwas, was aktuell ich beim FC sehr typisch leider finde. Wenn der Ball verloren ist, die Leute bleiben erstmal stehen und verlangsamen ihr Tempo. Das ist unfassbar gefährlich. Weil gerade gegen so Teams, die mit Geschwindigkeit kommen, die zernageln dich. Ja, aber das ist auch eher für mich eine Mentalitätsfrage als eine Geschwindigkeitsfrage. Ja, du hast ja ein paar schnelle Spieler auf dem Platz.
Aber ich finde auch zum Beispiel, der einsamste Mensch von ganz Köln ist immer derjenige bei uns, der einen Einwurf machen möchte. Ja, ja. Achtet mal drauf, wie oft die da komplett verzweifelt steht und Hilfe suchen, irgendeinen Teamkameraden angucken, der versucht oder versuchen soll, sich freizulaufen und es einfach nicht tut. Das ist dann schon bezeichnend, finde ich. Das Problem ist einfach, dass bei uns sich grundsätzlich diese Freilaufkultur wohl nicht da ist. Also bei Einwürfen oder aber wenn wir auch den Ball mal Richtung gegnerischen 16er spielen, gefühlt versteckt sich dann jeder bei uns. Ja, und was mir auch ein bisschen Sorgen macht, gebe ich schon ganz ehrlich zu, ich finde jetzt nicht nur im Dortmund-Spiel, sondern eigentlich seit Bremen, also nach dem Bremen-Spiel, vielleicht mit Ausnahme von Union, klappt unser Pressing halt nicht mehr. Pressing ist ja das Mittel des Baumgartschen Fußballs schlechthin. Also Flanken, dies, das, alles geschenkt, aber Pressing ist unsere Defensivtaktik und unsere Offensivtaktik. Also frei nach Jürgen Klopp, Gegenpressing ist der beste Spielmacher. Aber ich habe das Gefühl, das greift in dem gesamten Kalenderjahr 2023 bis auf wenige Ausnahmen nicht mehr. Und das macht mir ja schon ein bisschen Sorgen. Es gibt einen Wert dafür. Leider finde ich hier nirgendwo eine Statistik, aber vielleicht können uns ja die Leute im Chat helfen. Und zwar gibt es den sogenannten PPDA-Wert. Damit kann man das Pressing messen. Ich würde gerne mal wissen, ob meine gefühlte Wahrheit sich mit den Zahlen und Daten übereinschneidet. Also wenn jemand weiß, wo ich die einsehen kann. Diese Passes per Defensive Action oder sowas. Genau, also wie viele Pässe der Gegner spielen darf, bis einer von uns da ist, um das zu unterbinden. Und der war in dem erfolgreichen Run von Baumgart extrem niedrig. Das heißt, die Gegner hatte total wenig Zeit am Ball, um seine Pässe an den Mann zu bringen. Und jetzt in den letzten Spielen musste er ziemlich hoch gewesen sein. Das heißt, der Gegner hat Zeit und Ruhe, kann sich umgucken, kann sich aufdrehen, kann in Ruhe im Pass spielen. Und das ist dann schlecht für die Baumgartsche-Idee des Fußballs. Ja, und der Spieleraufbau, also zweite Bälle sind super oft im Augenblick weg. Das ist ja, du kriegst gar keine Ruhe rein. Klar, ja. Also das verstehe ich nicht. Und nochmal zurück zu Florian Kainz, sehe ich genauso wie der Marco. Aber ich finde eigentlich so, es kann ja nicht sein, dass ein Spieler immer 100% performen muss. Ich finde jetzt gar nicht so schlimm, dass Kainz mal so ein bisschen Durchhängerphase hat. Das, was mich nervt, ist, dass jeden, aber auch wirklich jeden Standard, Eckball, egal von welcher Seite, Freistoß, schießt immer Kainz. Und das verstehe ich nicht. Wenn du merkst, das läuft gerade nicht, ja, dann lass den Jungen doch weiter spielen. Aber dann muss mal ein anderer, da kann doch noch ein anderer einen Eckball schießen. Es gibt, dann soll man sich abwechseln. Aber dass 100% aller Standards immer Kainz schießt und davon 99,8% der Bälle einfach Grotte sind, das verstehe ich nicht. Ja, das Problem ist ja auch nicht, dass Kainz im Formtief ist, sondern dass zeitgleich Kainz, Ljubicic, Hector und mit Abstrichen noch Marvin Schwebe im Formtief sind. Das ist für unsere Mannschaft tödlich. Ich fand es aber auch echt spannend, dass ich tatsächlich gestern auch dann der BVB gerade die linke Seite so rausgepickt hatte. Ich weiß gar nicht, ob es beim Kicker oder beim Geistblock oder was war, auch gelesen gehabt. Was schätzt ihr denn, wie viele Zweikämpfe hat Benno Schmitz gestern bei du weißt es, okay. Das weiß ich, weil ich es gelesen habe. Ja. Ja. Hat alle gewonnen, auch. Das kann ich verraten. 100%. Ja, wahrscheinlich 3 Zweikämpfe. Es waren tatsächlich 2. Beide gewonnen. Beide gewonnen. Hervorragend. Ja, würde man eigentlich sagen, so Außenverteidiger, 100% Zweikampfquote. Ja, weil aber auch nichts über rechts oder über seine Seite kam. Aber, das kam halt alles über die andere Seite. Ne? Fand ich spannend, weil normalerweise picken sich ja die Gegner eher die unsere rechte Abwehrseite raus und gucken dann eher, dass sie über die Schmitzseite dann irgendwie kommen. Aber diesmal haben sie sich halt Hector rausgepickt. Aber ganz ehrlich, das hat offensichtlich auch gut funktioniert. Findet ihr, dass Jonas Hector gerade eine gute Phase hat? Nee, gerade bei den schwachen Spielern auch aufgezählt. Genau. Also ja. Ich weiß gar nicht, ob daraus ein. Doch, da ist doch nicht auch irgendein Tor raus entstanden, wo Hector so lag auf dem Ball und wie so ein Schuljunge überspielt wird, denke ich mir so. 2-0 war das, glaube ich. Da hat der Fuß noch gesagt, ja, da hat sich Hector spekuliert. Oder so. Ja, ja. Er steht halt einfach unfassbar falsch. Ja, genau. Und ich glaube auch deswegen sah auch Chabot so beschissen aus, weil auch Jonas Hector gefühlt bei jedem Zweikampf falsch stand. Und dann rollt diese Offensive an und dann stehst du auch als Jeff Chabot halt gegen 2 Leute. Du darfst aber auch nicht vergessen, wer dagegen, beziehungsweise mit was für einer Geschwindigkeit die da gegen Hector kam. Hector ist ja jetzt auch nicht der schnellste Spieler. Ne? Und die Dortmunder haben mit ihren jungen Spielern da ja schon eine gewisse
Geschwindigkeit, auch auf der Hector-Seite. Ja, vor allem ist halt hinter Hector mehr Platz als hinter Benno, weil Benno ja einfach tiefer steht normalerweise. Ja, genau. Das war schon wieder ein guter Matchplan. Und das, ich glaub, Bittere ist halt, das Bittere ist halt, Bochum hat sich ganz gezielt Schmitz ausgesucht, hat gesagt, ey, lass den flanken, da kommt im Moment eh nichts rum, und haben halt den Antwi Ajay da tausendmal ins Rennen geschickt. Und jetzt sucht sich halt Dortmund die andere Seite aus, und es klappt beides Mal halt genauso, wie sich das der jeweilige gegnerische Trainer dann vorgestellt hat. Das ist schon bitter, dass du zweimal so ausgecoacht wirst. Und bei Dortmund kannst du noch sagen, jo, individuelle Qualität. Aber jetzt bei Thomas Letsch und Bochum würde ich sagen, da war schon Trainerduell gewonnen, würde ich sagen. Das war eigentlich sogar die bitterere Niederlage von den beiden, auch wenn uns jetzt natürlich Dortmund noch mehr in den Knochen hängt, weil sie natürlich signifikant deutlicher war und da auch noch ein paar Rahmenbedingungen drumherum waren, aber eigentlich war Bochum war jetzt schon mal der große Knackpunkt in den letzten 3, 4, 5 Spielen. Ja. Und du sagst so, da darfst du halt einfach nicht verlieren. Bochum und Stuttgart, das sind die beiden, wo du sagen musst, da muss mehr als 0 Punkte bei rauskommen. Punkt. Wobei Bochum, also ich will ja nicht schönreden, ne? Um Gottes Willen, ich bin auch bei euch, aber Bochum, dass es gegen uns keine Eintagsfliege war, hat man jetzt auch gesehen, die haben jetzt auch die Bullen besiegt. Ne? Aber die, zu Hause, ne? Auswärts haben die da lieber. Ja, aber zu Hause sind die ja auch nicht gerade die Stärksten. Letzten Endes spielt stärker und sowas sollte man eigentlich erwarten, dass die Bullen da gewinnen. Also, eigentlich ja. Wobei die aber auch viel Pech hatten, ne? Da waren natürlich auch Aktionen dabei und da hat halt auch Riemann mal wieder einen richtig guten Tag gehabt. Aber egal, wir müssen ja nicht über Leipzig und Bochum sprechen, aber das war dann auch eher im Moment wahrscheinlich der positive Lauf, den die gerade haben. Ne? Die haben sich dann halt das Selbstbewusstsein in Köln geholt und haben es dann jetzt weiter ausgenutzt, um dann das nächste Spiel auch zu gewinnen. Ne? Es ist sowieso da unten mal ganz ehrlich, diese Erstligakonferenz gestern Nachmittag, das war schon wow, da war schon ganz viel Not gegen Elend dabei. Ne? Also ich habe das ja so parallel geguckt, das war schon erschreckend. Das war doch auch 0-0 und die einzigen Tore waren 2 Elfmeter irgendwie, ne? Ja, das war halt ja, so. Gegen Hertha, also vom Hoffner. Anschluss Hertha. Ja, genau. Ja. Ich fand's gut, dass der Max vom Rasenfunk hat dann gesagt so, ja, Erstliga-Fußball ist manchmal auch schon gar nicht mal so gut. Irgendwie. Das hat es sehr, sehr gut zusammengefasst. Ja, das war auch. Ich hab noch zwei, bevor wir jetzt hier über irgendwelchen anderen Gedöns reden, wir haben ja nicht mehr viel Zeit, bis einer von uns weg muss. Ja. Ich habe noch zwei Talking Points für euch. Mhm. Und zwar einerseits hat ja Baumgart in der Pressekonferenz ganz klar gesagt, und das ist jetzt keine Theorie von Fans, das sagt Baumgart wirklich selber als FC-Trainer, der Karneval hat uns nicht gut getan. Nächstes Jahr werde ich das alles anders handhaben. Was sagt ihr zu dieser Einschätzung, Baumgartz? Also, wenn ich näher am Profifußball wäre, dann hätte da keiner auf dem Zug mitgelaufen, aber gut. Tja, kann man das in Köln durchsetzen? Karnevalsverbot? Weiß ich nicht. Baumgart hat es ja auch nochmal relativiert in einem der Interviews. Da hat er ja auch gesagt gehabt, wir werden nächstes Jahr auch, oder es wird kein Karnevalfeierverbot geben, aber man wird es anders angehen, weil es war schon auffällig, dass in den anderthalb Wochen nach Karneval du bis zu 16 Spieler hattest, die einfach krank waren. So. Und er hat jetzt nicht gesagt, dass er das Karnevalfeiern verbieten wird. Er hat aber gesagt, man wird es anders gestalten. In welcher Form hat er offen gelassen? Wird dann wahrscheinlich auch von der dann ergebenden Situation abhängig sein, wie gefeiert werden darf und wie nicht. Aber auch nochmal ein bisschen special dieses Mal, ne? 75 Jahre Clubgeburtstag, dann hast du 200 Jahre Karneval. Richtig, genau. Da musstest du natürlich nochmal mit breiterer Front antreten. Wenn es dann vielleicht im nächsten Jahr einfach so runterfährst, dass du sagst, okay, Wagen beim Karneval ist, glaube ich, nicht mehr diskutabel. Das ist halt einfach so. Der ist halt einfach da. Den kannst du, glaube ich, jetzt nicht einmal weglassen. Das ist dann aber halt Rosenmontag, ne? Dann nimmst du halt mit der Mannschaft vielleicht Rosenmontag teil und sagst, okay, ein oder zwei Leute sind dann vielleicht nochmal zu repräsentativen Zwecken irgendwo bei irgendeiner Sitzung dabei, aber das ist es dann halt auch. Ne? Vielleicht war es dann einfach dann auch diesen Ticken zu viel, aber also das Krankheitsthema, ja, das gehe ich mit. Auf der anderen Seite kannst du dich da halt auch nicht rausziehen. Das gehört halt einfach mit dazu. Genau, das ist halt wie der obligatorische Besuch der Bayern irgendwie beim Oktoberfest. Das ist halt einfach so. Da bist du halt einfach mit dabei. Da bist du halt einfach als Mannschaft auch an diesem Standort damit verwurzelt. Da kommst du nicht großartig drum rum. Ich glaube, das war auch so ein bisschen. Ich hatte das Gefühl, dass ihm das auch so ein bisschen in den Mund gelegt wurde von der Journalistenfrage dann irgendwo. Und dann sagst du das halt auch mit, weil du sagst, ja, da sind halt viele krank geworden danach. Du suchst ja,
ich hatte da auch so das Gefühl, das hast du auch bei dem Aftermatch-Interview dann so gemerkt, Baumgart ist selber im Moment so ein bisschen ratlos. Und wenn dir dann sowas hingeworfen wird, so hat es nicht vielleicht auch daran gelegen, dann sagst du, naja, okay, da waren halt viele krank, ja, könnte auch daran gelegen haben. Ich glaube nicht, dass der davon überzeugt ist, dass er gesagt hat, wenn wir jetzt Karneval nicht mitgefeiert hätten, hätten wir jetzt 6 Punkte mehr auf dem Konto oder sowas. Das aber jetzt mal ganz ehrlich, also das ist kontrovers in Köln, das ist mir schon klar, aber das ist eine Bayern-Mannschaft, die keine Ahnung, wie weit vorne weg laufen vor und eigentlich in der Liga wenig Konkurrenz haben, mal eine halbe Stunde in so ein Bier sich setzen, dann wieder abhauen, vielleicht auch eine Stunde, ist halt was anderes als ein Team, was im unteren Mittelfeld rumkrebst, ja, dann schon beim Zug auf diversen Wagen, das ging ja 8-9 Stunden, bist du ja Minimum, also da bist du doch auch danach am Tag nicht fit, ja, auch wenn du da natürlich nichts trinkst, das will ich jetzt gar nicht sagen oder so. Ich finde das einfach, also für ein professionelles Sportteam ist das für mich ein No-Go, da mitzufahren. Unterhalb der Saison, finde ich. Also da kann man zweimal auftreten oder so und dann kann man einen Ersatzspieler und wegen mir den Trainer mitfahren lassen und dann noch einen vom Präsidium oder so. Aber dass da 4, 5, 6 Lizenzspieler sich irgendwie 9 Stunden durch den Zug quälen mit 2 Millionen Leuten und Corona, finde ich unprofessionell. Hätte ich nicht gemacht. Sehe ich komplett anders. Entschuldigung, muss ich jetzt intervenieren. Aber zum einen ist es, es ist ja keine Überraschung, es ist ja lang bekannt, wann der Rosenmontag ist und der Spielplan ist ja um den Zeitpunkt rund um Rosenmontag auch längere Zeit bekannt. Man kann das alles so planen und aufbauen und was man auch nicht vergessen darf, und das schreibt die Fettipage auch im Chat gerade, du kannst als Trainer oder auch als Verein nicht alles regulieren und verbieten. Die haben auch ein gewisses Freizeitleben, ne? Und da spricht ja letzten Endes, wenn sie sich professionell bei den Veranstaltungen verhalten, sprich keinen übermäßigen Alkoholkonsum und auch sonst nichts irgendwie Großartiges Verbotenes machen, dann ist es ja absolut legitim, dass die auch kommunales Kulturgut miterleben können und dürfen und vielleicht sogar auch sollen. Das ist ja auch ein Teil der DNA des Vereins, was auch mit dazu gehört. Das darf man dann auch alles, muss man auch alles mit berücksichtigen. Ja, aber ich glaube, einen abschließenden Satz noch, ich glaube, Raik hat es eben schon ganz, ganz gut auf den Punkt gebracht. Wir hatten dieses Jahr nicht nur Karneval, wir hatten das 75-jährige Vereinsjubiläum mit einer Gala, dann gab es 2 Tage später die FC-Sitzung, dann gab es den Rosenmontagszug, dann war zwischendrin irgendwie noch Weiberfasnacht, wo traditionell verkleidet trainiert wird und danach gibt es dann Berliner und Kölsch oder so jetzt. So, und ich glaube, die Summe war hier einfach das, was viel kritischer war, als nur einmal auf dem Rosenmontagszug auf dem Wagen zu stehen. Ich kann mir, also ich, ist es nicht aber auch so, also A, dürfen wir, glaube ich, auch nicht vergessen, in den anderen Jahren, als es teilweise genauso scheiße lief, ist genau das Gleiche gemacht worden. Mhm. Also, oder auch als es gut lief, ich glaube halt einfach, dass man gerade sieht, dass gefühlt ein Bruch seitdem da ist. Ob das jetzt unbedingt mit dem Karneval in Verbindung gebracht werden muss oder ob das jetzt klassischer Zufall ist, das weiß ich nicht. Oder ob in China ein Sackkreis umgefallen ist und deswegen spielen wir schlechter. Naja, das ist natürlich immer so, also diese Ursache-Wirkung, Ursache-Wirkungs-Thema. Finde ich sehr, sehr schwierig. Ich glaube, wenn wir jetzt danach drei Spiele gewonnen haben, woanders erkranken, ne? Ja. Also die Spieler können auch, weiß ich nicht, draußen mit dem Hund spazieren gehen. Natürlich ist gerade was so Masseninfektionen und Krankheiten anbelangt, natürlich so ein Karneval prädestiniert dafür. Aber die sind ja jetzt nicht als Fußgruppe gelaufen. Ja, aber Marco, ganz ehrlich, also ich war Karneval auf der Severinstraße und 80% der Leute, die mich da waren, hatten entweder Grippe oder Corona danach. Und ja, es war unglaublich voll. Es ging Stunden, es ging ja bis abends 8:45 oder so. Und da finde ich schon, die Chance, sich da zu erkälten, irgendwas zu holen, ist einfach groß. Und ich finde einfach, ja, Kulturgut hin und her, aber dann kann halt nur ein Spieler mitfahren oder zwei oder so. Aber ich weiß nicht. Also, das ist sicher kontrovers in Köln, aber mir wäre es lieber, da wird kein aktiver Spieler mitfahren. Ja, ich glaube, man kann für beide Seiten Argumente finden an der Stelle. Ich glaube, eine endgültige Lösung wird es dafür nicht geben, weil ich finde,
beide Seiten, beides hat was für sich, sowohl deine Position, Daniel, dass du sagst, okay, die sind professionelle Sportler, die werden dafür angestellt und die sollen sich darauf konzentrieren und möglichst wenig anderen Blabla drumherum haben. Ich meine, guck dir diese Diskussion mit Sané, Quatsch, nee, Sané war es nicht, mit wer ist hier zur Fashion Week geflogen? Sané war es. Gnabry. Gnabry. Gnabry, das ist ja auch so ein Ding. Und das im Chat wurde ja auch geschrieben, du kannst natürlich nicht alles regeln drumherum. Natürlich würdest du deinen Spieler am liebsten in der Blasenkugel vom Trainingsgelände nach Hause, dann soll er nur gesund essen und soll ja nirgendwo anders durch die Gegend dallern oder soll nicht Skifahren wie ein gewisser Nationaltorhüter und sich dabei irgendwie den Unterschenkel brechen und sonst was für ein Zeugs. Klar würdest du das am liebsten so machen und ich verstehe ja auch diesen Antrieb, das zu machen, dass du sagst, der soll seine komplette Leistung da aufs Spielfeld tragen und nicht durch irgendwas seitlich abgelenkt werden oder dadurch erkranken oder sonst was. Dieses klinische Verhältnis wirst du aber wahrscheinlich nicht hinbekommen und du musst natürlich auch immer gucken, diese Begeisterung, die in dem Publikum ist, die wir ja ganz, ganz häufig auch gelobt haben, wo wir ganz oft gesagt haben, Mensch, da herrscht ein bestimmtes ganz besonderes Bild irgendwie und im Stadion, wenn da 50.000 den FC nach vorne brüllen, dann drehst du halt auch einfach Spiele, wie gegen Dortmund zum Beispiel oder auch gegen Augsburg, ne? Das kommt ja auch nur dann zustande, wenn du versuchst, die Mannschaft auch dicht an das Publikum ranzubringen. Und das musst du natürlich auch mit solchen Thematiken machen. Gerade wenn das dann so ein wichtiges Kulturgut ist in der Stadt, in der Region, kommst du da meines Erachtens nach nicht drum rum. Man kann sicherlich die Ausprägung, da kann man drüber nachdenken, wie intensiv man das machen muss. Aber ich glaube, nochmal, ich glaube, mein Punkt ist irgendwie, ich glaube, das wurde ihm so ein bisschen zugeschoben in diesem Interview. Und da ist er dann halt einfach mit drauf eingestiegen und hat gesagt, ja, war vielleicht nicht so dolle und könnte auch eine Entschuldigung sein. Weil, wie gesagt, wenn du in einer Situation bist, wo du dir viele Dinge nicht erklären kannst, wo du sagen kannst, Mensch, scheiße, wir kriegen das doch im Training alles super hin und das funktioniert alles und dann ist dieser eine kleine Klick im Spiel und dann läuft auf einmal gar nichts mehr und mit dem gleichen System, mit dem du vorher noch Bremen 7-1 weggehauen hast und Eintracht Frankfurt besiegt hast, verkackst du es jetzt gegen Stuttgart und gegen Bochum und gehst dann mit großer Hoffnung rein, Mensch, jetzt kommt ja wieder ein Gegner, wo wir eigentlich immer gut aussehen, wenn die andere Mannschaft mitspielt und dann kriegst du so auf die Fresse und nach dem Spiel sagt dir einer, naja, könnte ja auch am Karneval gelegen haben. Ne? Dann nimmst du diesen Ball vielleicht auch ein bisschen dankbar auf, damit die anderen irgendwas zu schreiben haben und damit du vielleicht damit auch so ein bisschen, damit lenkst du ja auch ein Stück weit die Kritik von der Mannschaft weg. Aber die Karnevalskamelle wurde ja schon in der Woche vorher gespielt. Also die Karnevalskamelle wurde ja schon in der Woche vorher geworfen. Aber jetzt hat das halt auch aufgenommen, ne? Also jetzt hat er ja tatsächlich auch mal drauf reagiert. Das hat er ja beim letzten Mal, meine ich, da wurde das nur in der Presse gespielt, aber jetzt hat er sich ja auch selber mal dazu geäußert und ist auf diese Frage eingegangen. Und das finde ich, ist dann nochmal ein Unterschied, weil wenn er diesem Thema nochmal Recht gibt und sagt, ja, könnte aus meiner Sicht so sein, kriegt das ganze Thema dadurch ja nochmal ein anderes Gewicht. Wenn er jetzt einfach gesagt hätte, so ein Quatsch, wir feiern hier seit 200 Jahren Karneval, das hat keinen zu interessieren und das ist keine Entschuldigung, dann wäre das Thema auch tot gewesen. Aber er ist ja jetzt tatsächlich drauf eingestiegen. Ich finde, das macht da nochmal einen Unterschied. Ich glaube, das wirst du nicht vollumfänglich lösen können. Da wird es einen Graubereich geben, einfach am Ende des Tages. Und ich finde auch, dass das gut so ist, dass es diesen Graubereich gibt, weil ich finde es einfach auch total albern, wie sich da irgendwie die Leute, der Trainer und Manager und sonst wer bei Bayern dazu äußern, wenn der Gnabry in seiner Freizeit, verdammt nochmal, also der ist ja nun kein Sklave beim FC Bayern, in seiner Freizeit zur Fashion Week fliegt. Ja, wenn er da Bock drauf hat, dann soll er das machen. Zwei Sachen nur. Du kannst mit einem Teil des Teams in so einer Massenveranstaltung so gehen und was macht der Gnabry in seiner Freizeit, finde ich null vergleichen. Das ist natürlich absolut läppisch, dass der Gnabry da nicht hinfahren kann. So, das Zweite ist, schreibt der Domstädter, dass alles auf Karneval schieben ist lächerlich, ja, stimmt. Das ist auch nicht meine Intention, das auf Karneval zu schieben. Ich sag nur, wenn wir jetzt über das Thema Karneval sprechen, Klammer auf, was ich nicht als Auslöser der Gesamtsituation sehe, Klammer zu, bin ich der Meinung, das ist der falsche Schritt für den Profisportler. Aber gut. Ich glaube, es ist alles gesagt. Ja, ich finde, niemand sollte für eine Show nach Paris fliegen und am selben Tag zurückfliegen, aber aus anderen Gründen. Gut,
Ja, aber das hat ja, das ist ja was anderes. Ja. Was? Dennis, du hattest eben gesagt, du hättest noch zwei Talking Points. Das jeweils der erste, Baumgart und Karneval. Was ist der zweite? Der zweite ist Baumgart und die meiner Wahrnehmung nach so langsam in Social Media aufbrandende Trainerdiskussion. Also ich habe das Gefühl, dass Baumgart im Moment gerade schon mehr Gegenwind entgegenweht als bisher in seiner Karriere bei uns, also in seiner Zeit bei uns. Und ich habe jetzt schon auf Twitter sehr viele, jetzt auch nicht unbedingt so zu Schnellschüssen neigende User gesehen, die ihn schon anzählen und auch nicht mehr so viel Bock haben auf dieses ganze, jetzt ist der Karneval schuld, und aber ich bin irgendwie der coole Typ, der im Sportstudio auftritt. Ich stelle mich selber ja schon auch so ein bisschen extrovertiert dar. Ich habe zu allem eine Meinung, aber ich mache halt komische Aufstellungen. So ein bisschen habe ich das Gefühl, dass der Wind sich gerade dreht für Baumgart. Ja, das ist natürlich zu erwarten gewesen bei so einer Krise. Das hat er ja sogar selber immer damit kokettiert, weil als er hochgelobt wurde, hat er ja immer gesagt, ja, warten wir mal, bis ein paar Spiele nicht läuft. Und da hat er natürlich recht gehabt. Und da will ich einfach nur zwei Sachen dazu sagen. Erstens, man muss dann auch die positiven Sachen, also jetzt läuft es scheiße, aber es ist auch sehr lange sehr gut gelaufen für den Kader. Das haben wir oft gesagt, Mensch, was holt der aus der Mannschaft und aus den Spielern raus? Das kann man natürlich jetzt schlecht vergessen dann dabei. Und das Zweite ist, und das ist eigentlich der teilende Punkt, Leute, nervt mich ja auch, aber was ist denn eure Alternative? Wollt ihr jetzt hier irgendwie einen Materazzo, wenn er wieder fliegt, haben, oder der Bruno 2 oder hier den schönen Markus? Ja, ich sehe überhaupt auf dem Trainermarkt überhaupt niemanden, der das, sag ich mal, gleichwertig ersetzen könnte. Von daher stellt sich die Frage nicht. Klar regen diese Leute sich auch zu Recht, aber es gibt halt keinen Plan B, finde ich, weil alles ist darauf ausgerichtet, und ich finde auch, in der Gesamtbilanz hat der FC sehr stark davon profitiert, von dem Mann. Ich kenne mindestens einen User, der den schönen Markus sich wieder zurückwünschen würde. Grüße an der Stelle. Vielleicht eher nicht aus sportlichen Gründen, aber... Ja, nee. Genau, aus erotischen Fantasien vielleicht. Genau. Es ist schon. Boah, Alter, bitte! Es ist schon. Aber du hast das, glaube ich, schon ganz gut zusammengefasst gerade da. Es war ja vorauszusehen, dass das irgendwann mal passieren wird, dass es so eine Phase gibt. Wir hatten ja jetzt auch ganz lange die Phase, dass wir immer gesagt haben, ja, okay, wenn du mal ein Spiel verloren hast, aber zwei Spiele hintereinander hat Baumgart ja noch nie verloren. Jetzt bist du halt in der Phase drin. Und jetzt ist es halt einfach auch so, ich bin aber auch völlig dabei, es gibt für mich im Moment keine plausible Alternativlösung, weil das Problem ist halt einfach auch, dass du im Moment dass dir vor der Saison beziehungsweise mit Beginn der Saison zwei Schlüsselspieler abhanden gekommen sind, dass du mit Marc Uth einen Langzeitverletzten hast, auf den du ganz, ganz stark gebaut hast, und dass du mit der Kaderzusammensetzung bisher ist es ja auch nur so gut gelaufen, weil halt Verpflichtungen wie ein Ljubicic und gerade auch ein Hüseyin Basic komplett überrascht haben. Ne? Und du hast halt bisher auch Spieler gehabt, die komplett in richtiger Topform gewesen sind, dass diese Entwicklung kommt. Hey, in letzter Konsequenz stehen wir trotz dieser Scheißphase immer noch 6 Punkte über den Abstiegsplätzen oder über der Relegation drüber und haben jetzt durchaus Spiele vor der Brust, wo wir gucken müssen, dass wir da dann wieder rauskommen. Und ich habe da auch tatsächlich immer noch sehr, sehr viel Vertrauen in diese ganze Konstellation, dass das gut funktionieren wird. Klar kann man jetzt immer alle schwarz malen und sagen, am Ende siehst du, ich habe doch schon am 20. Spieltag gesagt, dass wir noch in den Abstiegskampf reinrutschen. Irgendwie hat das geschrieben, glaube ich, weiß gar nicht mehr, ich glaube, es war der Rheinscheid hat das, glaube ich, reingeschrieben, hey, selbst vor dieser Phase lagen wir dichter an den Abstiegsplätzen dran als diese 6 Punkte. Wir haben eigentlich noch eine ganz vernünftige Distanz. Und wenn du dir den Kader mal anschaust, wenn du dir den Erfahrungsschatz anschaust, dann liegen wir immer noch relativ gut. Es ist, ich glaube, da ist auch so ein bisschen, also ich will mich da ja gar nicht ausnehmen, aber nach diesem 7-1 gegen Bremen, da hat der eine oder andere, und ich zähle mich auch dazu, auch durchaus mal eher so mit einem Auge nach oben geschielt, ne? Und dass es dann jetzt so, wieder so ein bisschen dahin geht, ist natürlich auch irgendwie bitter, und sich in dieser Zone zwischen absolut graues Mittelfeld gar nichts geht mehr und Abstiegsplätzen und Angst auf die Relegation zu rutschen oder sonst was dazwischen einzuhauen, das ist halt einfach auch, das ist ein bisschen wie Urlaub in der Lüneburger Heide, wenn du eigentlich lieber am Mittelmeerstrand sein würdest. Ne? Ist halt nicht so geil, musste jetzt aber halt einfach auch durch und musste sich da auch wieder rauskämpfen aus dem ganzen Thema. Also ich halte immer noch nichts von der Trainerdiskussion an der Stelle.
Aber Baumgart hat sich selber in die Pflicht genommen und wenn du das machst, dann musst du halt auch liefern irgendwann mal. Du kannst halt nicht die ganze Zeit sagen, ich bin dafür verantwortlich, ich bin in der Pflicht, ich muss da jetzt was machen, ich muss da jetzt was machen, dann musst du es halt auch mal tun. Ich glaube, die große Gefahr, die ich aktuell sehe, ist, dass man eben jetzt nicht mehr den Schalter gewippt kriegt. Also du hast jetzt eine also ich glaube, diese Länderspielpause kommt für uns genau zum richtigen Zeitpunkt. Mhm. Weil du jetzt die Spieler nehmen musst, du musst mit denen in die Gespräche gehen und es gibt ja diesen, ich weiß nicht, wie der Titel heißt, des Kollegen, Kaderpsychologen oder wie auch immer man das jetzt nennt. Du musst dir die Spieler nehmen und mit denen jetzt den 26. Spieltag so vorbereiten, als ob das das erste von dann zukünftig 4 Endspielen wird. Weil, gucken wir auf den Spielplan, auf die Spielplan danach, wir spielen gegen das Derby gegen die Klepper, dann spielen wir in Augsburg, zu Hause gegen Mainz und in Hoffenheim. Ich bin immer noch der Meinung, es reichen am Ende 36 Punkte zum Klassenerhalt. Heißt 9 Punkte. Das kannst du in den 4 Spielen holen. Und dann hast du danach immer noch Spiele gegen Freiburg, Leverkusen, Hertha, Bremen und die Bayern. Also es ist ja jetzt nicht so, dass wir jetzt jedes Spiel gewinnen müssen, um in der Liga zu bleiben. Der Reik hat es gesagt, wir haben immer noch 6 Punkte Vorsprung, die bessere Tordifferenz und es ist jetzt auch nicht so, dass da alle unten drin gewinnen. Weil bis auf Bochum, die gegen Leipzig gewonnen haben, haben da, wenn man Augsburg noch mit ja nur einen Punkt mehr haben als wir, haben ja da auch die alle nur gegeneinander gespielt. Also Augsburg hat gegen Schalke gewonnen. Es war klar, dass einer von denen oder beide Punkte holen. Genauso wie bei dem Spiel Hoffenheim gegen Hertha. Dass da irgendwo, also dass da beide Null kriegen, war dem Spieltag ausgeschlossen. Diese Konstellation hast du übrigens auch am 27. Spieltag, also in 2 Bundesliga-Wochen. Ja. Da spielt Bochum zu Hause gegen Stuttgart und Hopp gegen Schalke. Ja. Das heißt, da wird auch... Wir gegen Augsburg. Wir in Augsburg, genau. Ja. Das ist genau die gleiche Ausgangssituation, nur dass ich vielleicht Augsburg als machbarer sehe im Vergleich zu Dortmund. Alter, Bochum gegen Stuttgart wird dann aber wahrscheinlich schon das Do-or-Die-Spiel für Bruno werden, ne? Weil ich meine, die spielen am nächsten Spieltag bei Union, da holst du wahrscheinlich mit Stuttgart auch nichts. Und ja. Also in Stuttgart habe ich mir die Zusammenfassung angeguckt. Ich war laufen und habe das in der Konferenz gehört in der Sportschau-App und habe mir das nochmal angeguckt, weil die da schon, also die haben kein gutes Haar an der Leistung vom VfB. Der eine will nicht, der andere kann nicht, war so der Übertitel und der will nicht, weil der war Wolfsburg, ne? Mhm. Und ich habe mir das angeguckt, das war schon desaströs Scheiß, was VfB gespielt hat. Das muss man wirklich sagen, ne? Also, boah. Ich habe so ein bisschen bei Twitter die Diskussion in der Stuttgarter Bubble so ein bisschen mitverfolgt und die sind sich alle einig, dass der Kader überhaupt nicht zu der Spielidee von Bruno Labbadia dazu passt und dass sie sich alle sagen, wie konnte man denn mit dem Kader, also du kannst Bruno Labbadia holen als Feuerwehrmann, das hat ja auch schon häufig funktioniert und er kann ja auch den kurzfristigen Erfolg bringen, aber da muss auch die Mannschaft zur Spielidee von Bruno Labbadia passen und das ist so, dass sie so alle auf den Punkt gekommen sind, die sportliche Entscheidung, Bruno Labbadia da zu installieren, war völlig konträr zu dem Kader, den er davor findet. Das finde ich schon, Genau. Liebe Grüße an einen Ex-Finanzvorstand des ersten. Genau, und über allem schwebt der schöne Alex. Ja. Aber wir sind gerade auch gut beraten, wenn wir uns nicht über Stuttgart oder so das Maul zerreißen, auch wenn es Spaß macht, mache ich auch gerne. Aber ich glaube, in unserer Situation ist es gerade eher angebracht. Ja, klar. Ja, vor allen Dingen kommen wir jetzt so ein bisschen vom Hundertsten ins Tausendste. Genau. Genau. Ich hätte noch viele andere Themen, aber wir machen jetzt erstmal 5 für 5, weil Marco muss nämlich weg gleich. Mhm. Und dann würde ich gerne mit euch über Pyro im Block reden. Ja. Also Pyro jetzt, im Block, das hört sich an wie so ein Deutschrap-Song. Tom Astor. Genau. Nee, also, Tom Astor mit seinem Rap-Song. Tut mir jetzt leid für alle Hörer, dass wir jetzt so ein bisschen den Themen hin und her springen werden, dass wir jetzt also erst 5 für 5 machen, dann Gladbach und dann Pyro. Aber wie gesagt. Wir werden ja auch Pyro, bei Gladbach wahrscheinlich genug Pyro sehen. Ne? Ja, und bei Pyro ist auch, ich finde auch bei Pyro ist das ein schöner Ausklang der Folge. Ja. Ja, also in dem Sinne, Daniel, hau mal raus. 5 gegen 5. Ja, gut, 5 gegen 5. Also 5 Fragen zum Lieblingsclub.
Und ist klar, also sportlich interessiert ein Gladbach ja eigentlich gar nicht. Deswegen drehen sich die Fragen natürlich auch überhaupt nicht ums Sportliche. Ne? Halleluja, habe ich auch endlich mal eine Chance. Bruna genau. Pferd. Genau, also ich will mal, erste Frage ist noch leicht. Ne? Also es gibt ja, bei Wolfsburg war ich ja so begeistert, dass es auf der Homepage im Fanclub Adressen gab, ne? Oder Namen, wo man dann in 30 und 60. Und das ist geil ist, das gibt's bei Mönchengladbach auch. So. Gibt's beim FC übrigens auch, ne? So, und jetzt möchte ich mal wissen, wie viel glaubt ihr, wie viel Fanclubs von Borussia Mönchengladbach gibt's in Köln? In Köln? Boah. Ui. Ich sau mal einen raus und sag 10. Okay. Ich sag 13. Dennis 13. Ich sag 48. Risiko. Was war 10, 13, 48? Ja. Das mathematische Mittel aus 13 und 48. Was? 15. 15. Okay. 15, okay. Sagt Marco. Da musst du sagen, ein Punkt für Dennis, weil es gibt 12. Yes. Yes. Was? Wow. Yes. Und jetzt das Allerbeste ist, also ich meine, ich werde jetzt nichts aufrufen, ne? Aber die ganzen Fanclubs sind mit E-Mail-Adresse und Handynummer hinterlegt. Also wer aber nachfragen will, ne, wie man in Köln denn wohl Borussia Mönchengladbach-Fan sein kann, der ist natürlich, da darf man natürlich nachfragen. Ich schätze, dafür sind die Handynummern da gelistet, ne? Wie heißen denn so Fanclubs von Gladbach in Köln? Haben die witzige Namen? Ja, nee, habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Waren gar nicht irgendwie die Borussen-Fans aus Ust-Kölle und so. Also war nicht so lustig wie bei der Grünen Wand mit 18 Mitgliedern. Hast du denn auch den Gegencheck gemacht, wie viele FC-Fanclubs es in Ostholland gibt? Nee, hör mal. Da will man sich nicht mit beschäftigen, ernsthaft. Ne? Alright. Zweite Frage. Ihr wisst, es gibt ja Kulturgut, ne? Und in Gladbach? Echt? Ja, okay. jede Region hat ja, keine Ahnung, in Köln gibt's Kölsch oder in Hamburg, keine Ahnung. Und wir wissen, in Mönchengladbach gibt's was? Nix. Rüben. Zuckerrüben, genau. Marco, schon gut gemacht. Und jetzt will ich mal wissen, wisst ihr, wer Magdalena Röckel ist? Das ist noch nicht die Frage, aber wisst ihr, wer Magdalena Röckel ist? Wahrscheinlich die Rübenkönigin, oder? Genau. Korrekt, das ist die amtierende deutsche Zuckerrübenkönigin, ja? Und jetzt würde ich mal wissen, die ist 28. Wie lang ist denn die Amtszeit der deutschen Zuckerrübenkönigin? Ich dachte, wie lang ist die Zuckerrübe? Die Amtszeit der deutschen Zuckerrübenkönigin. Ja, also auf diese Frage kann man sich ja wirklich nicht vorbereiten. So, ein Jahr, sag ich jetzt mal. Dennis sagt ein Jahr. Ich glaube, jedes Jahr wird neu gezuckerrübt. Hätte ich jetzt auch gesagt, aber wir müssen ja was Abweichendes sagen. Dann sage ich einfach mal 2 Jahre. Reik, warum auch immer. 2 Jahre. Erik oder Marco? Ich hätte auch auf 2 gesagt, da Reik das schon hat, sage ich 3. Marco? Ja, also, 4. Da ich ja was anderes sagen will, ist ja einfach mal 4. Ja, aber Marco, herzlichen Glückwunsch. 4 Jahre. Das heißt, die Zuckerrübenkönigin ist quasi wie der US-Präsident, ja? Für 4 Jahre. Genau, und also wenn ihr mal eben auf, könnt ihr online, seid ihr online, oder die Hörer, wer das jetzt hört, wann immer ihr das hört, liebe HörerInnen, ja, dann bitte mal bei Facebook eingeben, deutsche Zuckerrübenkönigin. Das ist sensationell. Also sensationell. Ist allerdings, muss man sagen, in Süddeutschland, ja. Aber es ist einfach sensationell grotesk, diese Seite. Ja, dass man die, also unglaublich. Was die alles. Warte mal. Das muss ich jetzt gerade mal anfechten. Ich bin hier gerade bei der 13. Zuckerrübenkönigin Alisa Summ und bei der wurde gesagt, dass sie am 24.04.2016 für die 2-jährige Amtszeit. Die aktuelle. Die 92. Moment, ich sehe jetzt auch gerade, die es wurde erstmals eine aktuelle Vize-Zuckerrübenkönigin. Ja. Das ist ein Rabbit Hole. Also die Zuckerrübenkönigin bei Facebook ist ein Rabbit Hole. Ich warne euch. Ich habe gerade das Bild mit ihr und Markus Söder gefunden. Ja, das ist geil, ne? Guckt euch einfach nur die Fotos an. Ja. Also entweder ist Markus Söder sehr groß oder die Dame nicht so. Das ist ein sehr großer Unterschied.
Ja, das ist auf jeden Fall sehr. Das nächste Foto an dem, dem alten hässlichen Traktor mit den ekelhaften dreckigen Reifen. Super. Ja. Super. Das ist auf jeden Fall sehr. Also, gut. Also, jetzt dritte Frage. Seid ihr alle wieder bei der Sache? Ja, jetzt muss man Marco mal zuerst antworten, dass er nicht dauernd abstauben darf. Genau. Ja, genau. Ich mache erstmal einen Schritt so. Also, ein Punkt Dennis, ein Punkt Marco bis jetzt. Ich habe schon eingetragen ins Instock. Sehr gut. Also, wir bleiben bei der Zuckerrübe. Was glaubt ihr? Was glaubt ihr? Also, wie viel Maler, also wie viel, das Gewicht, wie viel Maleranzüge entspricht dem Gewicht einer durchschnittlichen deutschen Zuckerrübe? Oh, Scheiße. Alter. Heute wird's kreativ. Ja, aber wirklich. Finde ich gut. Side-Fact, wie viel Prozent von der Zuckerrübe sind Zucker? Weiß das einer? Wahrscheinlich viel. 60%. Hier lernen Sie noch was fürs Leben. Nein, 20%. Ich war auch überrascht. Aber, also. Ist Wasser. Weniger als ein Subway-Brot. Also das Gewicht, Standard-Malanzüge kann man kaufen, da steht ein Gewicht bei, pro Quadratmeter und so. Also, ne, Stoffgewicht. Quadratmeter. Ja, das wird ja immer in Gramm pro Quadratmeter angegeben. Aber kann man ermitteln, so. Und das ist immer, also mehr oder weniger immer gleich. Und wie viel, genau, jetzt habe ich so eine typische alte Waage, weißt du, so eine Frau mit verbundener Hand, ne, wie vom Gericht so. Und auf der einen Waagschale ich die durchschnittliche deutsche Zuckerrübe und auf der anderen stapel ich Maleranzüge. Na los, Marco, dann hau mal raus. Jetzt bist du first. Ich sag, also ein Maleranzug wird irgendwas um die 80 Gramm wiegen. So eine Zuckerrübe, keine Ahnung, wie viel wiegt so eine Zuckerrübe? 10. Marco sagt 10. Boah, ich glaube mehr. Hört ihr mich noch? Oder seid ihr reden? Wir harren der Dinge. Ja, also Marco hat ja recht, so ein Maleranzug, der wiegt ja überhaupt gar nichts quasi, wenn du ihn so in der Hand hast, wenn du ihn über deine Kleidung drüber schmeißt. Aber so eine Zuckerrübe wird doch schon ein Kilo wiegen, oder? Sind doch Kavenzmänner, die Dinger. Das kann ich auch nicht gut kopfrechnen. Darf man Taschenrechner nutzen, ist das nicht erlaubt? Nein, buh! Du bist doch Lehrer. Okay. Kein Mathelehrer, bitte. Aber die können ja auch nicht rechnen. Ich sag 25. 25 Maleranzüge gleich eine Zuckerrübe. Ich sag viel mehr. Ich sag 200 oder so. 200. Ja. Rein. Da wärst du bei 5 Gramm. 10. Marco 10, Erik 25, Dennis 200. Ich bin zwischen Marco und Erik. Ich sag jetzt einfach mal 18. Gut, Marco, herzlichen Glückwunsch. Nächster Punkt. Weil was wiegt eine Zuckerrübe? Wahrscheinlich irgendwas um 1 Kilo, oder? 770 Gramm. Ach, so wenig nur, ja? Okay. Ja, das ist ja nicht groß. Genau, und der Maleranzug wiegt im Durchschnitt 150 Gramm, was nämlich auch gar nicht so viel ist. Das heißt, ungefähr 5 Maleranzüge sind eine Zuckerrübe. Ja. Okay. Siehe da. 2-1 Führung. Bam. Gut. Also, diese Fragen sind, finde ich, sehr, sehr gut, dass du die an uns stellst. Das zeigt unseren Fußball-Sachverstand. Absolut. Mir sagt Google, dass ein Maleranzug 50 Gramm wiegt. Ja, das stimmt nicht. Das habe ich ausgerechnet. Nee, tatsächlich. Ich habe tatsächlich auch einen hier und nachgewogen. Ja, ist kein Witz. Tatsächlich. Wahrscheinlich reden wir erklär mal bitte allen, warum du einen Maleranzug kurz vorm Derby zaubern hast. Denk mal drüber nach, Erik. Denk mal drüber nach. Aber ihr wisst ja, ich bin ja nicht da leider beim Derby. Im Stadion. Kannst du aber dem Reiter. Ja, genau, sondern auf dem Feld, ne? Im Maleranzug. Genau. Genau, ich habe mich als Ordner angemeldet. Brauchst ja keine Karte dafür, ne? Genau. So, vierte Frage. Seid ihr ready? Yes. Die ist wieder ein bisschen einfacher. Wisst ihr, wie die Band heißt, die diese Hymne vom Borussia Mönchengladbach singt? Wisst ihr das? Also ist jetzt noch nicht die Frage. Weißt du das einer? Das ist doch hier Die Seele brennt oder so ein Quatsch, ne? Ist doch deren aktuelle Hymne, oder? Das ist nicht beschwören Stein auf Stein. So, nee, die heißt mittlerweile nicht. Also, mehr. Leute, bevor, das war jetzt ärgerlich. Ich war zu doof. Also, wie heißt die Hymne von Mönchengladbach, die im Stadion gespielt wird? Die Seele brennt. Punkt. Ja. Ja, ich werde mich auch hundertprozentig sicher gewesen, weil bis 2019 war das nämlich die Elf vom Niederrhein. Ne? Wir werfen Stein um Stein. Jeder kennt es, ne? Mhm. Und wurde 2019 tatsächlich vom Song Die Seele brennt ersetzt, was eigentlich noch dämlicher ist, und wird von der Fanband B.O. gesungen, ja? Und B. das Lust.
Ja, BO. Und jetzt möchte ich mal kurz vorlesen aus dem Wiki-Eintrag. Das ist nämlich geil. Das ist bla 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 bla. Also erstmal, da so nur so ein paar Auszüge. Ne? Da steht, unabhängig davon, dass das Kürzel BO am Anfang der Bandgeschichte für verschiedene Inhalte stand, ist es ganz schnell zum Inbegriff und zum Erkennungszeichen der wichtigsten Lieder der Fanszene von Fans für Fans geworden. Ach du Scheiße. Ja, also jetzt wird's schon mal richtig sympathisch, ja. BO steht seither für harte und eingängige Fansongs im Stil bekannter deutscher Popsongs von Queen bis Böse Onkels. Da war mir schon leicht wow. übel, ja? So, ja. Genau. Okay. Das genau. Mal, dass ich Queen und Böse Onkels in einem Satz so. Höre. Als deutsche Popbands, ne? Hm. So, also es wurde dem Fanprojekt Mönchengladbach war schon lange ein Dorn im Auge, dass im Bereich Gladbacher Fanmusik nur seichte Stücke à la Peter Orlaff, Gladbach wird Meister, la 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 oder ähnlichen gab. Es fehlten die richtigen Lieder und so weiter und so weiter. Dann wurde nämlich die Demo-Kassette die Elf vom Niederrhein produziert und dann fehlte aber noch ein Sänger. Und am 27.03.1997 war es dann soweit, verstärkt durch den Sänger der ehemaligen Gruppe Die Schweinepriester, ja. Uwe Meyer, ehemaliger Sänger der Schweinepriester, der mit seiner fetzigen Stimme dem Ganzen mehr Pep geben sollte, ging's ins Tonstudio nach Viersen, wo eine CD mit 4 Stücken aufgenommen wurde. Diese CD mit dem Titel We Love Borussia, Yes We Do, kam der VfL-Szene mehr als gut an. Und so weiter und so weiter. Absolut. Da kommt zusammen, was zusammen gehört, oder? Absolut. Hast du denn auch rausgefunden, wofür B.O. steht? Nein, das steht für vieles. Achso. Das steht für, ich hätte gesagt, Böse Onkels, wenn man das so anguckt, aber lag nahe, ne? Na gut. Borussia Ottos. Wollte ich gerade sagen. Wollte ich gerade original sagen, Erik. Ja. Beschissen Ottos hatte ich auch so. So. Ja, okay. Ja, das Punkt für Reik. Herzlichen Glückwunsch. Genau, ja, mega. Ich hätte es nicht gewusst, muss ich sagen, aber gut. Ja. So. Grüße an 93 und die Hymnenfolge, ne? Ja. Ich hätte ja gehofft, jetzt käme es guter Frage. Ja, letzte Frage, fünfte Frage, so. Also, wisst ihr, wie das aktuelle Maskottchen heißt? Das ist jetzt noch nicht die Frage. Jünter, genau. Jünter, die Pferdefresser. Und davor, genau. Der hieß doch Bumsi oder Ficky oder so ähnlich. Okay. Alle Leute, jetzt macht ja keinen Spaß mehr, ne? Wie hieß das erste Maskottchen von Mönchengladbach 1977? Die Frage habe ich Marco beim letzten Mal schon gestellt. Ist ein aufmerksamer Hörer gewesen, Daniel. Verdammt, das hat mich absolut begeistert. Bumsi. 1977, bitte alle mal Bumsi googeln. Den Punkt nehme ich mir, dankeschön. Ah, verdammt. Mit so einem Ballgesicht, ne? Ja, warte, ich schick's in die Gruppe. Ich fand's einfach sensationell. Das ist völlig an mir vorbeigegangen. Sekunde, liebe Leute. Sieht so ein bisschen aus wie der Pumuckl auf Crack. Ja, total. Warte mal, habe ich doch irgendwo hier. Also während du das Bild suchst, Daniel, Chapeau VfL-Beauftragter, großartige Fragen. Ja. Achso, bitte jetzt in den Chat. Das ist Bumsi. Ja, genau. Der ist, glaube ich, so der. Ja. Wisst ihr, was für ein Ergebnis kommt, wenn du Bumsi bei Google eingibst? Ja, besser nicht. Ein Türstopper. Oh Gott. Ja, okay, jetzt haben wir folgende Problematik. 2-2 zwischen Marco und Dennis. Tja. Mach mal schnell eine Schätzfrage. Wie viel Kilogramm Pyrotechnik wurden beim letzten Spiel verbrannt? Nun, warte. Wie viel Strafe muss der FC zahlen? Warte, jetzt hier googelt der Chef noch selbst, ne, wisst ihr? So, okay. Wie viele Mitglieder hat der Borussia-Verein für Leibesübungen 1900 e.V.? Der Verein mit den Kultfarben Schwarz, Weiß und Grün. Zum Stand März 2022. Also vor einem Jahr ungefähr, ja? Okay. Ja. Es geht nur noch um Marco und Dennis, ne? Alle anderen sind raus. Wenn ich jetzt auch richtig liege, dann habe ich auch 2. Verdammt, ja, okay. Na gut. Also ich meine, da wir ja letztes Mal über die Mitglieder, also habe ich vielleicht jetzt einen kleinen Vorteil. Ich meine, irgendwas unter knapp 100.000, das waren nämlich irgendwie 94 und ein paar zerquetschte. Ich sag 94.000. Ja, okay, Dennis. Ja, 300. Er hat leider in der Größenordnung irgendwie recht, dann sage ich 95.000. Ja. Ich hätte deutlich weniger geschätzt, ehrlicherweise. Ich sage jetzt auch mal 70 oder so. Leider ist das so, dass die
Irgendwas um 94.000. Da werden das wirklich schon mal immer nachgeguckt. Und, ja, Moment. Das ist ungerecht, ne? Weil der Marco hat natürlich recht. 94.300, 17. größter Verein. Aber das ist ja ungerecht. Dann, Moment. Ja, weil ich ja letztes Mal irgendwie, ich weiß gar nicht, über welchen Fall war das denn die Frage mit den Mitgliedern? Ja. Sind die durchgegangen und deswegen. Moment, ich habe gerade gegoogelt. 95.300, liebe Freunde. Nee, ist schon vorbei. Ja. Schon, Moment. Wurde schon zwei Punkte beschissen hier. Der falsch gemessene Maleranzug und der falsch gemessene Gladbach-Fan. Schafft. Liebe Hörer, wenn ihr das hört, schreibt mal. Nein, auf keinen Fall. Auf gar keinen Fall. So, Justice for KY Lennep, bitte. Okay. Wie viel, jetzt die richtige Frage, war das, wie viel Pferdemetzgereien gibt es aktuell in Mönchengladbach? Scheiße. Nein. Okay, allein für die Frage ist vielleicht auch ein Punkt da. Ne? Was weiß ich? Wo soll man da anfangen? Eigentlich müssten es jetzt 11 sein. Ja. Was sagt Erik? Sagt 11. Ich bin ja raus, aber ich sag 11. Wo soll man da anfangen zu schätzen? Kann ich überhaupt von nichts anfangen? Ich wüsste ja, wie viel es in Hamburg gibt. Wahrscheinlich 3. Also ich sag 2. Marco sagt 2. Ja, ich sag 5. Ich weiß nicht, weil ich glaube nicht, dass. Dennis sagt 5. Ja. Raik? Eine. Ja, Raik hat einen Punkt. Weil es gibt tatsächlich nur noch eine. Wir werden das Quiz niemals beenden. Pferdemetzgerei Jansen. Da gibt es auch ein langes Interview dazu, was man alles tolles Pferden machen kann. Und es schmeckt auch super. Und ich habe euch ja dieses Foto mal in die Gruppe geschickt. Das war nämlich meine Recherche zu Pferdemetzgereien. Naja, aber jetzt wird es aber langsam eng. Moment. Letzte, also jetzt. Ja. Komm, Standardkategorien, höchster Marktwert oder sowas. Ja, bin ich schon dabei. Mhm. Muss ja erstmal, hier googelt der Chef noch selbst. Mhm. So. Okay, ich gucke. Das ist auf jeden Fall Daniels komplette Suchhistorie, komplett zerschossen. Komplett im Arsch. Ja. Mhm. Sagen, Marktwert, Fanclubs Gladbach, Fergelmetzgereien. Jetzt kriegt er die ganze Zeit diese Anzeigen auf eBay. Genau, ich krieg nur sich jetzt für Trikot von Special Interest, so Pferdemasken und sowas, ne? Genau. Ja. Okay, also Stand Februar 2023. Wer ist der Spieler mit dem höchsten Marktwert von den Kleppern? Thüram, Markus Thüram, kann kein anderer sein. Ja, glaube ich auch. Ja, Dennis. Ja, was Hofmann. Nee, Dennis Thüram hat gewonnen. Nee, Hofmann ist zu alt. Er ist ja schon 4 Jahre älter und also, Thüram 32 Millionen, ja. Dann kommt Kone 25, dann Elvedi 20, Neuhaus 20 und Benze Baini 20. Ich hätte also Benze Baini höher eingeschätzt tatsächlich. Okay. Tja, also herzlichen Glückwunsch, Dennis. Du hast finde ich gerecht, indem ihr 2 Punkte geklaut habt. Ja, du darfst die Puppenkiste vorbereiten. Herzlichen Glückwunsch. Aber, geil. Aber was wollte ich gerade sagen? Ich wiege ja nicht da hin. Ich finde aber, Thüram ist eine wunderbare Überleitung in das nächste Segment. Wir müssen aber erstmal, glaube ich, den Marco jetzt gebührend verabschieden, auch wenn es nur zum Treppchen gereicht hat. Ich bin du bist immer noch führend in der Gesamtwertung, Marco. Ich bin zwar hinten dran bei dir, aber du führst auf noch. Auf den Fersen. Auf den Fersen. Nee. Alles gut. Ich, wie gesagt, verabschiede mich. Ich muss morgen nämlich sehr, sehr, sehr früh raus, beruflich, und wünsche euch noch viel Spaß beim Thema Pyro. Ja, darf ich kurz meinen Take dazu sagen noch? Ja, klar. Das wird wahrscheinlich jetzt ein kontroverses Thema. Ich werde es mir auch nachher anhören, was ihr dazu sagt. Ich muss ganz ehrlich sagen, sehr, sehr stabiler Auswärtsblock vom FC. Wenn man über nach einem, weiß ich nicht, 4-1, 5-1, 6-1 nur noch den Auswärtsblock hört, zeigt das auch die Qualität der gelben Wand. Unfassbar überschätzt. Mit dem Pyro ist natürlich, also die Verletzung, wenn es denn eine gab, oder es gab ja eine Verletzung, ist das natürlich ärgerlich und blöd und unnötig. Aber ich glaube, da wurde sehr, sehr viel rausgemacht. Und mit dem Thema wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Ciao, ciao. Mach's gut. Tschüss. Mach's gut. Schönen Abend. Ciao. Jetzt bitte nicht den Call beenden, sondern nur austreten. Ja. Ciao. Tschüss. Ich hab immer präventiv lieber rausgeschmissen, bevor er den falschen Knopf drückt. Einfach mal mit der Unfähigkeit rechnen, ne? Ja, immer. Das ist so ein Lehrerding. Immer vom Worst Case. Ja. Ja. Wollen wir jetzt erst Vorschau Gladbach machen oder dann doch das Pyro-Thema aufgreifen?
ja, lass uns Vorschau Gladbach am Ende machen. Lass uns mal das Pyro-Thema machen, dann können wir am Ende noch unsere Tipps abgeben. Vielleicht, ja, lass uns mal damit reinstarten. Dann nehmen wir Markus Till gleich mit für das Thema. Okay, ja, er hat gesagt, wird viel draus gemacht. Was könnte er damit wohl meinen? Ja, dass offensichtlich der eine oder andere Behauptung raushaut, ohne irgendwelche Fakten dahinter zu wissen, und selbst Kicker-Redakteure sich offensichtlich sehr schwer damit tun, offizielle Polizeiberichte richtig zu lesen, ne? Kann man ja vielleicht mal daraus machen. Oder also, halt sie auch nicht richtig lesen wollen. Das sie nicht richtig lesen wollen. Also vielleicht dafür den Hintergrund, wer es nicht mitbekommen hat, während der Live-Übertragung hat Wolf Fuß irgendwie durchgegeben, ja, ein Kameramann von einem Bezahlsender wäre von Pyro verletzt worden, am Auge verletzt worden und hätte ins Krankenhaus gebracht werden müssen. Das hat sich jetzt aber im offiziellen Polizeibericht anders gelesen, nämlich, dass er eben nicht ins Krankenhaus musste, sondern vor Ort behandelt wurde und dass er auch nicht durch eine Pyro-Fackel oder ähnliches, die geworfen wurde, getroffen wurde, was ja so ein bisschen das Thema verletzt für mich suggeriert hat, zumindest, wenn es so ohne zusätzliche Erläuterung ausgedrückt wird, sondern dass er durch die Rauchentwicklung am Auge ja verletzt wurde. Ich weiß nicht, ob Verletzter das richtige Wort ist, aber zumindest beeinträchtigt wurde oder da Irritationen am Auge hatte und dann von einem Mannschaftsarzt mittels Augentropfen wohl behandelt wurde und halt nicht ins Krankenhaus musste. Ich habe jetzt nicht gelesen, ob er danach seine Tätigkeit fortsetzen konnte, also ob er sich da wieder hinsetzen konnte und weiter filmen konnte. Da will ich jetzt nichts irgendwie in den Raum stellen, aber diese Meldung und die auch noch unter anderem auch noch trotz des Polizeiberichtes auch unreflektiert, zum Beispiel bei der Zusammenfassung des Bundesligaspiels auf Sport 1 heute bei Bundesliga pur mit übernommen wurde, wo dann auch gesagt wurde, ja, ein Kameramann wurde schwer durch Pyrotechnik verletzt. Ich finde, da gibt es schon nochmal eine sehr, sehr harte Abstufung, ob jemand von einer Pyrofackel beworfen wird und in Brand gerät oder ob jemand durch Rauchentwicklung aus Pyrorauch, egal wie man dazu steht, ne? Aber man muss dann halt auch die Fakten meines Erachtens nach richtig auch wiedergeben, damit sich jeder dann sein Bild daraus machen kann. Das kann trotzdem dazu führen, dass man sagt, Pyro ist geil oder Pyro ist scheiße. Das sei ja jedem unbenommen, aber das ist schon wieder so ein sensationsheischendes Ding, wo ich sage, Leute, man muss es dann auch realistisch darstellen, damit jeder sich seine eigene Einschätzung daraus ziehen kann. Also was wirklich passiert ist, Pyrofackel, Rauch, Irritation am Auge, behandelt von einem Mannschaftsarzt, nicht im Krankenhaus, aber es gibt wohl ein obligatorisches Ermittlungsverfahren irgendwie danach. Das hat die Polizei auch nochmal gesagt. Soll ich mal einmal die Pressemitteilung vorlesen, dass alle von den gleichen Fakten ausgehen können? Bitte. Also Quelle Pressemitteilung Polizei Dortmund. Zitat. Während der Spielphase kam es zum Abbrand diverser pyrotechnischer Erzeugnisse in den zugewiesenen Gäste-Fanblöcken, wodurch nach derzeitigem Kenntnisstand ein Mitarbeiter eines Pay-TV-Medienkonzerns durch die Rauchentwicklung am Auge leicht verletzt wurde. Der Geschädigte konnte noch während der Spielphase nach ambulanter medizinischer Behandlung vor Ort entlassen werden. Ein anlassbezogenes Strafverfahren wird eingeleitet. Ansonsten verlief der polizeiliche Einsatz weitestgehend störungsfrei. Zitat Ende. Ja, aber das klickt sich natürlich nicht so gut, ne? Fußball-Chaoten verletzen Kameramann schwer, dieser muss ins Krankenhaus, klickt halt mehr als, da hat einer ein bisschen Rauch im Auge gehabt, auch wenn das natürlich trotzdem blöde ist für den, will ich jetzt nicht klein machen. Da haben sie ihm Augentropfen reingemacht, das war es halt, ne? Es sollte nicht sein, ist für den Betreffenden auch bescheuert, weil der Typ steht halt nicht da, weil er es halt geil findet, sondern weil das halt sein Job ist und er sein Geld damit verdienen muss. Und da kann man schon sagen, die Leute stehen da im Rauch und so, cool ist das bestimmt nicht. Na, weil stellt euch vor, im Klassenzimmer beim Dennis brennen welche Pyrofackeln ab und dann sagt er, ja, dumm gelaufen so, ne? Da würde auch jeder sagen, ja, Moment mal, also der Mann arbeitet da, das geht so nicht, ne? Aber es wird wieder ein Riesentheater rausgemacht und es wird wieder dieses Narrativ der Gewaltverherrlichung wird wieder geschürt, das ist halt natürlich total bescheuert. Da sind wir doch in Deutschland überall schon angekommen. Ne? Also dass der Fußballfan, egal von welchem Verein, egal was er macht, als allererstes erstmal der Täter ist. Das ist halt leider Gottes so. Guckt euch an, die Berichterstattung in den Tagesthemen oder was Tagesthemen war, Tagesschau, ist auch total egal.
vom letzten Mittwoch aus Neapel. Es waren in den deutschen Medien waren es nur Frankfurter, die da in Neapel durch die Straßen gezogen sind. Was die Vorgeschichte war, hat überhaupt gar keine Erwähnung gefunden. Dass da auch viele aus Bergamo, Bologna, wo auch immer her, weiß ich jetzt nicht, waren, hat überhaupt gar keine Erwähnung gefunden. Nein, es waren die bösen, bösen Frankfurter. Hier sind es jetzt die bösen, bösen Kölner, die ach so schlimm jemanden verletzt haben. By the way, ich hoffe, dass dem Kameramann wieder gut geht. Das habe ich jetzt so aus der Pressemitteilung raus entnommen, dass es wieder gut geht. Aber die mediale Berichterstattung in Deutschland gegenüber den Fußballfans, die ist sowas von einseitig. Die ist einfach nur mediengeil und die Fußballfans an Pranger stellen und alle erstmal komplett über einen Haufen scheren und die bösen Fußballfans. Und das finde ich, das kotzt mich so derbe an, das ist vereinsübergreifend. Es sind nur die Fußballfans, die total, total, total die Bösen sind. Und das ist einfach eine einseitige Berichterstattung, wo ich auch langsam echt überhaupt gar keinen Bock mehr habe, mir irgendwelche Sachen durchzulesen oder anzuschauen, weil die Wahrheit sowieso immer zwei Seiten hat, es wird aber nur eine Seite berichtet. Weil das kotzt mich maximal an. Unabhängig meiner persönlichen Meinung, jeder, der mich kennt, weiß, wie ich zu Pyrotechnik stehe. Da bin ich auch kein großer Freund von. Aber das hier so zu überbauschen, sorry, da gehe ich mittlerweile auch richtig steil drauf. Ja, also das ist vielleicht auch nochmal wichtig. Du hast es ja gerade auch gesagt. Das ist jetzt auch kein Thema, was jetzt irgendwie, wo ich zumindest bei uns keine Tendenzen sehe, dass wir irgendwas verharmlosen wollen, weil die Ursache aus dem FC-Block kam oder aus dem Auswärtsblock kam. Das wäre mir genauso gegangen, wenn das bei Augsburg gegen Mainz passiert wäre. Dann wäre ich vielleicht nicht so tief eingestiegen und wir hätten uns nicht den Polizeibericht dazu angeguckt. Das ist natürlich schon interessengetrieben, dass man gucken will, was ist da wirklich passiert, weil wir natürlich ein Stück weit auch darauf schauen, was für eine Mondstrafe uns da vom DFB bzw. von der DFL wieder erwartet an der Stelle. Aber wenn diese Faktenlage auf dem Tisch liegt, hätte ich mich genauso darüber aufgeregt, wenn die Fackel im Augsburger Auswärtsblock bei Mainz gezündet worden wäre und so eine Berichterstattung daraus kommt am Ende des Tages. Und das ist, ja, ich stimme dir dazu, Erik, das ist halt schon irgendwie, wie gesagt, man mag zu Pyro und zu allem drumherum um den Fußball stehen, wie man möchte. Das ist halt einfach scheiße, wenn da nicht in den Details dann auch berichtet wird. Und das ist so ein bisschen diese Bildmasche, ne? Riesengroßer Aufmacher, riesengroße Skandalthematik, irgendwelchen Quatschberichten, der so gar nicht passiert ist, einfach das Wiedercoin, was dir vielleicht irgendwie von links oder rechts zugeflüstert wird und das Richtigstellungsstatement gibt's dann entweder nicht oder das taucht dann nicht auf der Schlagzeile in 5 cm großen Buchstaben auf, sondern auf der vorletzten Seite in einem kleinen Kasten unten links in Schriftgröße 8 und dann interessiert's halt einfach auch keinen mehr. Es ist offensichtlich extremes Clickbaiting wieder gewesen, passt aber in diesen Kanon rein, wie da über Fußballfans berichtet wird und klar ist es einfach auch da getriggert zu werden und man könnte jetzt natürlich auch einfach sagen, ja, lass sie doch berichten, was sie wollen. Am Ende des Tages führt es aber dazu, dass Kollektivstrafen entstehen, dass völlig Unbeteiligte mit dieser ganzen Aktion nichts zu tun habende Menschen dafür mit in zur Rechenschaft gezogen werden und denen damit ein Stadionerlebnis, eine Auswärtsfahrt oder was auch immer kaputt gemacht wird. Du hast ja das Beispiel Frankfurt und Neapel genannt, dass sich dann Innenministerium, eine Präfektur dazu aufschwingen, Leuten innerhalb der EU ein Reiseverbot zu erteilen. Boah. Also ich habe mal eine andere Frage. Ich habe mal eine andere Frage. Und zwar, man muss sich auch mal die Frage stellen, die haben ja das ganze Spiel da richtig Zunder gemacht, ne? Also ich finde Pyro, ich finde es auch nicht so schlimm. Ich finde eher die Probleme, ich finde es ja noch nicht unglaublich gut, es ist schon stimmungsvoll, aber ja, also ich könnte auch ohne leben. Da ist ja auch nicht ungefähr, ich verstehe halt nicht, weil das hat aber jetzt mit dem Spiel nichts zu tun, dass man nicht eine Zone schafft im Stadion, wo das abgebrannt werden kann, ja, irgendwie vor dem Block oder so, weil die Frage, die sich ja hier stellt, die haben das ja en masse, wurde ja abgebrannt. Das sind ja kiloweise gewesen. Wenn man jetzt so ein Problem damit hat, ne, das würde man doch locker vom Stadion, das kann mir doch keiner erzählen, dass man das nicht rausfiltern könnte, wenn man denn wollte. Also ich finde ja gar nicht gut, dass das nicht gemacht wird, aber das ist halt so eine Doppelmoral. Einerseits lassen die Leute kiloweise den Kram reinschleppen und sagen dann, boah, es raucht aber. Weißt du, wie ich meine?
in Köln so ungefähr Schlüsselbund musst du schon dreimal aus der Hose rausholen und zeigen beim Reingehen, ja. Andererseits werden da kiloweise Pyros abgefackelt. So, dann muss man sich auch die Frage stellen, wie ernsthaft ist denn dieser Wunsch, das zu verhindern, ne? Auf Seiten des Stadionbetreibers, ne? Das ist ja einfach so. Die Frage muss man sich halt gefallen lassen dann. Und das zweite ist, jetzt, wie viele Jahre reden wir jetzt darüber und hat sich was getan? Nee, jetzt ist mal mehr, mal weniger, es ist immer da. Leute, dann die normative Kraft des Faktischen, ne, wie man so schön sagt, dann rechnet da unten was in Gottes Namen ein und sieht zu, dass die Kameraleute da wegkommen und dann lasst die Jungs das da abbrennen und wer sich dann die Finger verbrennt, ja gut, selber schuld halt, ne? Also so sehe ich das. Ja, ist halt auch einfach schwierig, ne, weil halt auch immer wieder, du hast doch immer wieder diese Ambivalenz dazwischen. Du hast immer wieder dann, wenn, keine Ahnung, wenn Stadtderby in Athen ist, oder keine Ahnung, Galatasaray gegen Fenerbahce spielt, dann wird das von den gleichen Leuten, die ein Riesendrama daraus machen, wird das abgefeiert als südeuropäische Stimmung und geil und Riesenerlebnis und guckt euch das mal an. Und dann wird auf der anderen Seite dann wieder so ein Drama daraus gemacht. Es ist halt einfach so unglaublich ambivalent und es wird halt immer wieder anders ausgeschlachtet. Wie gesagt, ich kann das total nachvollziehen, dass das für Menschen zur Stimmung mit dazugehört. Ich find's auch nett, im Stadion anzugucken. Ich würde selber nicht mit einer Fackel im Block stehen wollen. Ist einfach nicht mein Ding. Hab keinen Bock drauf. Ich weiß auch nicht, es gab doch auch zwischendrin mal diese Thematik, das hat jetzt zwar mit diesem Rauchthema nichts zu tun, aber diese Thematik dieser kalten Pyro, da kann ich mich auch noch dran erinnern, dass es da mal irgendwie eine Diskussion zu gab, dass es da angeblich irgendwelche Fackeln gibt, die halt keine so hohen Temperaturen erzeugen und damit deutlich ungefährlicher sind, aber irgendwie musst du da jetzt schon mal eine Lösung herbeiführen über kurz oder lang und in irgendeine Richtung muss es halt gehen, ob es dann jetzt diese ich weiß halt auch nicht, ob es was bringt, diese kontrollierten Zonen dann irgendwie zu machen, weil das ganze Thema Pyro, das ganze Thema Auftreten von einzelnen Fangruppen, gerade im Ultrabereich, in der aktiven Fanszene, das ist ja auch immer ein Protest gegen irgendwas. Das ist ja auch immer ein bewusstes Ausbrechen und das ist ja auch immer ein bewusstes gegen das Establishment oder gegen irgendwas sein am Ende des Tages. Ich weiß nicht, ob du das überhaupt kanalisiert bekommst oder ob du das überhaupt in ein Regelwerk reingedrückt bekommst, weil also wenn du dann sagst, nur in Zone, du darfst das nur in Block S1 machen, dann sagen sie sich, nö, das wollen wir uns aber nicht gefallen lassen, dann machen wir das halt auch in Block S4 oder sowas, ne? Also das ist, da beißt sich die Katze so ein bisschen in den Schwanz irgendwie bei der ganzen Aktion. Also ich persönlich bin da, du kennst mich jetzt auch schon ein bisschen länger, ich bin gar kein Freund von Pyrotechnik. Mich nervt es total, wenn die da anfangen abzuzündeln und der ganze Rauch, der stinkt und ist eklig und man sieht nichts. Ich habe allerdings auch schon mal schlechte Erfahrungen gemacht, dass ich zwei Reihen hinter einem gezündelten schwarzen Rauchtopf gestanden habe und habe irgendwie 3 Tage gefühlt keine Luft bekommen. Also deswegen, Moment, du warst beim Münchenspiel damals im Stadion. Bei mir war das in Stuttgart. Okay. Im Münchenspiel war ich auch im Stadion, saß ich aber auf der anderen Seite. Nee, aber es ist halt einfach, mich nervt es und ich hab da aber auch gar keinen Bock mehr drauf. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und deswegen hätte ich gar keine Probleme damit, Pyros komplett raus aus dem Stadion zu haben. Ich finde auch mit der Stimmung, das ist auch so ein ausgeleiertes Argument, finde ich jetzt nicht mehr. Zumindest nicht bei so einem Spiel wie jetzt gestern in Dortmund, wo dann das ganze Block gefühlt 90 Minuten gebrannt hat. Ich glaube aber, und ich glaube, in die Richtung bist du eben schon mal vorgegangen, Raik, du könntest das Thema ganz leicht im Griff bekommen, indem du es einfach erlaubst. Und dann wäre nämlich genau das, dass die Leute da einfach mit einer Anti-Haltung gegen irgendwas sind, es nicht mehr machen. Dann würden sie einfach da zu Spielbeginn, wenn die Mannschaften einlaufen, 20, 30 Fackeln zündeln und dann ist aber auch Ruhe. Und dann wissen auch alle genau Bescheid und dann ist gut. Also ich finde, man muss das auch ein bisschen unterscheiden, ne? Also ich finde, rot-weißen Rauch mal ab und an und eine Fackel ab und an, das finde ich eigentlich ganz cool und stimmungsvoll. Wo ich richtig einen Hals habe, sind alle Arten von bescheuerten Böllern, ja, wo sich irgendwer ein Knalltrauma holt oder irgendwie seine Hörkraft verliert, wo man sich völlig mega erschreckt. Absolut der letzte Dreck, Böller, ey, fickt euch sowas von. Und
alle Arten von Feuerwerkskörpern, also sprich Raketen, die irgendwie unkontrolliert in Block die Leute verletzen, das geht einfach nicht, Leute. Und wenn so einem, den kann man auch nur aufs Maul hauen. Wer ernsthaft im vollen Stadion eine Rakete in Block schießt, der kriegt, also da, den kann man echt nur aufs Gesicht hauen. Sorry. Und wie gesagt, Böller das Gleiche. Jetzt so Fackeln und Rauch, ja, ist nicht geil und stinkt und habe ich auch schon mal gehustet. Finde ich aber so, ja, es nervt mal, aber ich finde es nicht schlimm. Es macht aber auch nur was her, wenn dann wirklich mehrere Dinger zugleich gezündet werden, weil eine einzelne Fackel, ganz ehrlich, das sieht auch irgendwie ein bisschen lächerlich aus im großen Block, wenn da eine Fackel brennt. Ja, das stimmt. Aber ist ja also, meistens nicht eine Fackel, ne? Ja, wenn ich mal so diverse Stadtderbys am Millerntor mehr überlege, wenn dann hier einer cool ist und eine Fackel anzündet und 5 Minuten später da einer, das ist einfach nur nervig. Oh, weiß nicht, wenn ich da drin stehe, ich hab mir das nicht. Ich bin völlig bei dir, Daniel, wenn du sagst, alles, was die Hand verlässt und alles, was nur Krach macht und böllert, völlig daneben. Braucht kein Mensch. Ehrlich nicht. Also das ist dann wirklich nur das bewusste Ziel, andere zu verletzen damit. Und wenn irgendeiner Pyros durch die Gegend schmeißt, dann ist das auch für mich völlig untragbar, weil damit nimmst du bewusst die Verletzung anderer in Kauf. Und um mal wieder den Zirkelschluss jetzt zu unserer Polizeimeldung da und zu den Vorkommnissen da in Dortmund zu machen, das ist halt genau dieses Thema. Allein das Wort verletzt suggeriert das da drin. Und dann einfach irgendwie in einer Live-Reportage zu behaupten, der müsste ins Krankenhaus gebracht werden. Ich kann doch nicht irgendwas raushauen, was ich nicht geprüft habe. Da möchte ich intervenieren direkt, weil in der Live-Reportage, das sind erste Meldungen, die er bekommt und das geht dann um einen Kollegen. Die hau ich aber nicht ungeprüft raus, Erik. Nein, das ist Quatsch. Das ist kein Quatsch. Entschuldigung. Doch, du kannst dich an der Stelle meine Meinung aber auch nicht als Quatsch bezeichnen, weil er kriegt die Information, ein Kameramann von uns ist gerade in medizinischer Behandlung. So, ja, und aber Krankenhaus und medizinische Behandlung sind zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Als Dritter dazwischengrätschen. Was man dem Wolf Fuß, also ich bin jetzt kein Wolf Fuß Fanboy, ja, aber ich sag mal, Buschi Buschmann hätte schon 10 Minuten geklatscht und hätte danach wäre er ohnmächtig zusammengebrochen, weil das ganze Spiel wurde da was abgebrannt und ich fand eigentlich, dass sie das ganze Spiel relativ lässig mit dem Augenzwinkern, es raucht immer noch, ja, ist denn schon wieder Karneval, keine Ahnung, also es wurde eher als Folklore und so ein bisschen humoristisch abgehandelt, es war überhaupt keine Empörung dabei, überhaupt nicht, also ich war total überrascht, dass das da so. Ja, weil wir kennen es alle, wenn Buschmann und Konsorten, was da für ein Theater, die Fußball kauen, die hassen den Fußball und da müssen wir jetzt vorgehen. Das kam überhaupt nicht. Und dann hat er da gesagt, ja, ich bekomme mir gerade die Meldung, ein Kollege hier, der ist am Auge verletzt worden, muss jetzt im Krankenhaus behandelt werden. Und wir melden uns, wenn wir wissen, wie es ihm geht. Das war das Einzige, was er dazu gesagt hat. Und da muss ich auch sagen, ja, ich verstehe, was du meinst, aber das wurde auch wiederum so vorgetragen, dass ich auch überhaupt nicht fand, dass das so effekthascherisch war. Er hat das so gesagt, sein Kollege ist verletzt, anscheinend kriegt er gerade und mehr hat er dazu nicht gesagt. Und das fand ich jetzt auch nicht so dramatisch. Das ist wahrscheinlich alles, eher die Nachberichterstattung. Die Nachberichterstattung. Genau, da weiß man mehr, die ist übers Ziel hinaus, die ist absolut für den Arsch. Aber ja, wissentlich dramatisiert. Wissentlich falsch, genau. Im ersten Moment finde ich es total legitim, dass er es gesagt hat. Und selbst wenn er was gesagt hat mit dem Krankenhaus und Falschmeldung, dann war das die Information, die er in dem Moment live vorliegen hatte. So, und insofern finde ich es in Ordnung. Was danach kam, das ist alles, das verurteile ich aufs Schärfste. Aber was der Wolf Fuß da gesagt hat, finde ich jetzt gar nicht so wild, weil es war die Information, die er hatte. Ja, dann muss man eher hinterfragen, wie die Kollegen, die ihm diese Informationen reingereicht haben, recherchiert haben. Dann darf ich halt so eine Meldung mit, musste jemand ins Krankenhaus gebracht werden, die darf ich dann halt einem Live-Kommentator so nicht ungeprüft reinreichen. Dann sage ich halt einfach, okay, da ist was vorgefallen, da wurde jemand verletzt, wir prüfen das noch weiter. Das Ding ist dann in der Welt, ne? Er haut es dann halt raus bei der Live-Reportage und das glaubt natürlich auch jeder. Und dann sind wir wieder bei dieser Thematik, wenn du erstmal die große Welle aufmachst und selbst wenn du es danach dann wieder relativierst, die Relativierung lesen schon 50% der Leute nicht mehr und 30% der Leute, die das dann lesen, denken auch, ja, wird aber schon wohl irgendwas dran gewesen sein. Ne? Also, ja,
sollte ja jetzt auch überhaupt gar kein Angriff gegen Wolfuß selber sein, aber dann muss ich dann halt einfach auch in der Nachrichtenkette gucken, wo ist dann das Problem, weil wenn da jemand einfach nur mal was vom Krankenhaus raushaut, dann suggeriert das ja eine deutlich, also für, ich habe in dem Moment gedacht, mein Bild, was ich vor Augen hatte, war, da hat irgendeiner aus dem FC-Block mit einer Pyro bewusst gezielt auf einen Kameramann geworfen und der ist, sag mal, im schlimmsten Fall in Flammen aufgegangen, weil seine Jacke sofort Feuer gefangen hat oder sowas. Und boah, da tue ich mich schon schwer damit, das so dann irgendwie hinzunehmen, sag ich mal, am Ende des Tages. Ne? Das ist schon ein bisschen schwierig, weil ich meine, die ganzen anderen Thematiken drumherum hatten wir ja, ne, dass das alles so ein bisschen schwierig ist und dass die Berichterstattung grundsätzlich ja immer sehr, 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 sehr kontraproduktiv ist für irgendeinen Prozess, um dort vielleicht mal ein bisschen eine Beruhigung hinzubekommen. Man hat im Moment das, also ich persönlich habe im Moment das Gefühl, dass sich das wieder extrem stärker hochschaukelt durch viele Thematiken, die gerade in den letzten Monaten irgendwo passiert sind. Sei es jetzt Frankfurt mit Marseille und mit Neapel, unsere Show da in Nizza, dann jetzt die deutlich verstärkte Pyros, was ja berichtet wird, dass es deutlich mehr ist und dann halt auch diese komischen Mondstrafen, die dann DFB, DFL sich da ausdenken, das ist schon alles irgendwie, bewegt sich das in eine Gemengelage rein, wo ich sage, das ist irgendwie nicht mehr so richtig realistisch greifbar für mich. Deswegen hat Keller ja auch den Antritt gemacht gehabt, dass ich da mal von dem Mindset bei DFL und DFB was ändern muss. Weil du wirst die Pyro nicht aus dem Stadion rauskriegen. Da müssen andere Wege gegangen werden. Und das teile ich halt leider Gottes auch, dass du halt da jetzt andere, leider Gottes deswegen, weil ich ja eben gesagt habe, dass ich sie mag, aber das ist halt so, da müssen jetzt andere Wege gegangen werden. Natürlich kannst du als Verband auch immer wieder sagen, ja, okay, wir werden immer wieder monetäre Strafen aussprechen und dann verdienen die damit ihr Geld. Ich glaube, das ist mittlerweile auch schon einen Großteil eingeplant und einkalkuliert an Strafzahlungen, die sie da immer reinbekommen. Aber du löst das Problem damit nicht. Ja? Deswegen ist Keller ja vorgegangen, hat gesagt gehabt, da muss mal ein anderer Ansatz gewählt werden. Ja, was man natürlich schon in die ganze Diskussion mit einbringen muss, ich habe mich jetzt alles hier sehr interessiert angehört, was mir noch so ein bisschen fehlt, sind inzwischen schon sehr, sehr hohe Summen, die der 1. FC Köln da an Strafe zahlen muss. Ne? Also umgerechnet quasi ein Stürmer, der uns da durch die Lappen geht, durch die ganze Pyro-Nummer. Ich weiß nicht, ob man da nicht vielleicht auch... Du meinst aber einen ablösefreien Stürmer und das Gehalt von ihm, oder? Ja, also wenn du alles zusammennimmst mit Nizza und so und auch Auswärtssperren und so ein Gedöns, kommt da schon eine ganze Menge Verlustmaterial zusammen. Ich weiß nicht, ob da wirklich jeder, der so eine Pyro zündet, das immer wirklich nur tut, weil er die Interessen des Vereins an erster Stelle sieht. Oder ob da nicht auch Leute ihre eigenen Jugendkulturen, whatever, Protestbewegungen, schlag mich tot, manchmal überselbige Interessen, aber auch die von ihren Mitmenschen stellen. Also nicht nur der Kameramann, der da halt Rauch ins Auge bekommen hat, was halt schon schlimm genug ist, dass da jemand bei der Ausübung seines Berufes irgendwie verletzt wird, wie auch immer, oder beeinträchtigt wird gesundheitlich. Aber auch die Menschen im Block haben ja von dem Spiel nichts gesehen, de facto. Und da sind auch Menschen, die haben da viel Geld für bezahlt, die haben da viel Aufwand betrieben, um hinzukommen. Die sind teilweise von Hamburg nach Dortmund gefahren oder vielleicht auch aus Slowenien angereist oder was weiß ich, woher sie kamen. Sei es nur aus Köln, aber trotzdem haben sie Geld und Zeit investiert, um ein Spiel zu sehen, das sie dann halt de facto nicht sehen konnten. Mhm. Und für bei allem Verständnis für Protest und für Jugendbewegung und für Anti alles für immer und so, man setzt da auch eigene Interessen über die von anderen Menschen und Leuten. Und da habe ich immer ein Problem mit. Ja, du bestimmst halt selber für dich, wie dein Stadionbesuch und dein Stadionerlebnis aussehen soll und aussehen zu hat, und andere müssen das dann halt mittragen. Ne? Du zwingst dann halt die anderen dann irgendwie in das Kollektiv da mit rein. Das ist tatsächlich so, ja. Das kann man auch kritisieren, und ich weiß auch, eine treue Zuhörerin, liebe Grüße nach München, hat da ja auch eher so ein bisschen Problemstellung mit dem ganzen Thema und auch hat ja auch berichtet so über, ich meine beim Unionsspiel, dass da zum Beispiel dann auch offensichtlich Leute dort in den Block auch zusätzlich mit rein
reingekommen sind, dass der Block dann halt einfach mega überfüllt war. Und das hat man ja auch in Müngersdorf ja auch gerne mal, dass dann sich der eine oder andere eher von der Sitztribüne irgendwie noch in den Stehblock unten mit reinschmuggeln lässt. Das sind halt alles so Auswüchse davon, die einfach dazu führen, dass das Verhalten einiger anderen Leuten den Stadionbesuch vermiest oder schlechter oder schwieriger gestalten lässt. Ne? Aber das wenn du halt danach gehst, darfst du sowieso nicht aus die Auswärtstribüne stehen, wo die aktive Fanszene ist, weil wer schon mal hinter Bannern gestanden hat, der sieht sowieso nicht zum Spiel. Ja, das ist einfach so. Also gehört auch mit dazu. Klar. Also, aber welche Chance hat man denn? Also komm mal an neutrale Karten ran bei einem ausverkauften Spiel. Da hast du fast nur die Chance, in den Gästeblock zu gehen. Mhm. Auswärts. Ja. Ich finde auch die Stimmung am besten. Ich bin am liebsten im Gästeblock. Also da gibt's nichts. Ich gehe da ja nicht gerne hin. Das wisst ihr ja auch warum. Mhm. Hat aber auch nicht nur Fackelgründe. Also wenn ich kann, gehe ich immer neutral. Und auch nicht bei jedem Spiel. Also ich würde mich jetzt auch nicht neutral in gewisse Stadien setzen, ehrlich gesagt. Aber zum Beispiel dann, ins nächste. Ja, da saß ich schon mal neutral. Das war doch ganz harmlos, ehrlich gesagt. Mhm. Da gab es ein paar Sprüche auf dem Klo und gut war. Mhm. War ich sogar im Trikot. Also geht schon alles. Nö, aber so viel Bock auf Auswärtsblock habe ich halt in der Tat einfach nicht. Da, wie gesagt, habe ich zu wenig Kontrolle über das Geschehen, was um mich rum passiert. Und das ist nicht so meins. Ja, ist natürlich, aber das sieht man ja allein in der Ausprägung. Ne? Hier schon in unserem kleinen Kreis, dass ihr beide da zum Beispiel unterschiedliche Wünsche habt, wenn ihr zu einem Auswärtsspiel fahrt, wo ihr seid, wie ihr euch bewegt, ob es lieber neutraler Block, ob es lieber Gästeblock ist, ob ich lieber stehen, ob ich lieber sitzen will, ob mir die Stimmung viel, viel wichtiger ist und ich dann auch hinter 17.000 vor mir herschwenkenden Fahnen sitze und irgendwie nur ein Drittel des Spielfelds sehe oder ob ich lieber an der Mittellinie sitze und das gesamte Spiel mitnehme, dafür dann aber akzeptieren muss, dass ich jetzt nicht in dem Stimmungsblock irgendwie mit drinne bin. Also du kannst halt nicht diesen klinisch reinen Fan schaffen, dass die alle brav da sitzen. Was habe ich mitbekommen irgendwie jetzt als das Spiel von Juventus gegen Freiburg war? Da musste Freiburg in ihrem Stadion den Stehbereich im Außen oder für die Auswärtsfans auf Wunsch von Juve in Sitzplätze umbauen, einen großen Teil davon, weil die Fans von Juve ihr Spiel lieber im Sitzen genießen. Ne? Das sind dann halt auch so Sachen, wo du sagst, da würde, wenn du das einem aus der aktiven Fanszene erzählst, die würden die Hände über den Kopf zusammenschlagen, weil die sagen, was das einzig Richtige, wie man Fußball schauen kann, ist stehen. Aber meinst du, ist das wirklich so, oder ist das mehr so die offizielle Kommunikation nach dem Motto, so Chaoten sollen lieber mal sitzen? Ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich ist es auch das. Dann kannst du es wahrscheinlich auch besser kontrollieren oder dann irgendwie mit Kameras besser erfassen, wenn die Leute dann angeblich auf ihren Stühlen sind. Kann sein, ja. Eine Zeit lang war doch nur Sitzen bei Europaspielen, ne? Genau, gab's ja auch. Dieses Jahr also das erste Mal mit Stehplätzen. Genau. Aber das zeigt ja diese Bandbreite auf, ne? Was Zuschauer von ihrem Erlebnis im Stadion erwarten, und die einen wollen halt mega Alarm und 90 Minuten singen mit einer Fackel in der Hand und die anderen wollen im Familienblock möglichst dicht am Currywurststand dran sein, damit sie auch. Ja, aber aus meiner Sicht muss man auch, also ich verstehe, was der Dennis meint. Das ist natürlich logischerweise zu respektieren, ne? Kann ich verstehen, was er sagt, aber man muss da auch sehr stark unterscheiden, ne? Also es kommt auch drauf an, wo geht man hin, zum Beispiel. Waren wir als in Mönchengladbach hatte ich mal in Bochum hatte ich mal einen 13-jährigen Sohn dabei, erste Auswärtstour, das war total cool, da gab es überhaupt kein Theater, der hat das mega genossen mit allen Gesängen und so. Währenddessen nach Gladbach oder so, oder ja, kommt drauf an, würde ich jetzt auch nicht unbedingt den mitnehmen, aber es ist so ein bisschen unterschiedlich. In Frankfurt war es eigentlich auch ziemlich entspannt. Man muss halt so ein bisschen gucken, mit Augenmaß. Du kannst nicht jedes über einen an den Kamm stellen. Aber ich weiß natürlich auch, was der Dennis meint. Da hat man halt unterschiedliche Präferenzen. Aber es ist jetzt nicht auch immer der Moloch, wo man vor lauter Pyros und Fahnen nichts sieht und da jedes Mal dritte Halbzeit ist, so ungefähr. Das ist ja auch Quatsch, ne? Aber mittlerweile sind wir doch auch an einem Punkt angekommen. Woher weiß ich denn bei dem Spiel, ob ich meinen Sohn damit hinnehmen kann oder nicht? Schlimm genug. Natürlich nehme ich den nicht mit nach Gladbach und auch nicht mit ans Pillenkreuz. Es ist doch, wenn ich jetzt hinterfragen muss, ob ich meinen 7-, 10- oder 13-jährigen Sohn mit nach Stuttgart ins Stadion nehmen kann oder nicht,
Also ich sehe es aber eher so, dass du eigentlich zu fast allen Spielen kannst du das Kind mitnehmen. Also, ey, gerade nach Leverkusen, was soll da denn passieren? Da ist doch kein heimischer Fan, das sind doch nur Kölner. Was soll da denn passieren, ja? Also, es gibt so ganz paar Sachen, wo ich sagen würde, ja, Gladbach, puh, na, schwierig und vielleicht nur ein, zwei Spiele, aber mal ganz ehrlich, ich habe jetzt heute irgendwie gehört, in Münster ist jetzt off-topic, aber da ist da ist so eine Kirmes der Send, ja, so ein Volksfest, da ist einer erstochen worden, das haben sie abgebrochen und so. Ich meine, da sagst du ja auch nicht, ja, auf welche Kirmes kann ich noch gehen und so. Ich finde, das wird auch immer überdramatisiert. Das ist jetzt auch nicht Sodom und Gomorra, ne? Ist jetzt nicht so, dass du nur, es geht ja, sag mal, ein Spiel der Saison, wo ich sagen würde, ja, kann man zwar machen, aber wäre vielleicht ein bisschen over the top oder so, aber ansonsten finde ich jetzt nicht, dass man jedes Mal mit stichsicherer Weste und Augenschutz in ein Auswärtsspiel gehen muss. Also ich fahre da ganz normal hin, bin da ganz entspannt, setze mich da hin, manchmal ist es ein bisschen eng, manchmal nicht, ja, und dann fahre ich wieder nach Hause. Und ehrlich gesagt, in den letzten 15 Jahren hatte ich mit Ausnahme von ein, zwei Spielen echt 0,0 Theater und ich, also eigentlich nie. Und wenn, immer nur mit dem Herrn Schutzmann, der uns dann irgendwo einkisselt oder sowas ohne Grund, ja. Und ich war ja auch in Gladbach bei diesem Spiel mit den sagenumwobenen Maleranzügen. Und auch das war auch meiner Meinung nach nur zustande gekommen, weil die Polizei, da ging es ja damals um die Kostenübernahme, wer sollen die Vereine sich an den Polizeikosten beteiligen? Und jetzt meine persönliche Meinung, die Polizei sich gedacht hat, ist doch geil, dann lass das mal ein bisschen da, lass die Leute mal ein bisschen machen, weil dann sieht man mal, was passiert, wenn wir nicht da sind. Weil ich war zu dem Zeitpunkt schon aus dem Stadion raus, ja, als die Idioten auf dem Feld standen. Und draußen hat einer einen Baum gepinkelt mit 3 Promille und wurde von 4 Polizisten in Schildkrötenuniform auf den Boden gepinnt und mit Kabelbindern weggeschleppt, ja. Währenddessen drin einfach niemand war, weil die waren ja alle draußen so, ne? Und da war überhaupt kein Theater. Also bist du im Bus, dann im eskortierten Bus weggefahren worden. Das wird jetzt natürlich so verklärt und man lacht gern drüber und oh Gott, und das die Schande von Gladbach und so. Aber also das einzige Spiel, wo ich echt gedacht habe, Alter, das geht hier echt schief vielleicht, das war Nizza, ehrlich gesagt. Ja, aber das wäre so ein Spiel, wo ich halt wahrscheinlich sehr naiv, aber im Vorfeld hätte ich einen Sohn gesagt, hätte, ja, komm, fahren wir zusammen hin. Ja, genau. Da wäre ich, glaube ich, ein bisschen naiv gewesen. Ja, hätte ich zu dem Zeitpunkt auch gesagt, mit jetzigem Wissen und wenn man so mitkriegt, was passiert in Marseille und so, auch wiederum natürlich jetzt nicht mal, aber hinterher ist man immer schlauer. Ja, gebe ich dir recht, hätte ich auch gedacht, das wird entspannt, aber da war man vielleicht wirklich naiv. Aber jetzt sag mal, in der Bundesliga sehe ich das nicht. Und ich meine, also so ein paar Maßnahmen, also eine meiner Hauptmaßnahmen ist halt einfach in aller Regel in neutraler Kleidung da aufzukreuzen. Dann habe ich irgendwo mein Schal in der Tasche oder mein Trikot unterm Pulli oder unter der Jacke. Aber ich bin jetzt nicht unterwegs und renne mit dem FC-Trikot erstmal vom Hauptbahnhof in Mönchengladbach zu Fuß bis zum Stadion. Das wird mit Sicherheit nicht passieren. Zumal du da über 17.000 Äcker musst oder sowas. Kommst du aber auch gar nicht durch, ne? Nee, deswegen. Das ist ja auch nochmal drumherum. Aber ich fahre immer im Trikot in allem. Noch nie Probleme gehabt. Noch nie. Aber ich bin grundsätzlich da auch eher bei dir, Daniel, dass ich sage, ja, klar, gibt es Situationen und Spiele, wo man vorsichtiger sein soll, aber grundsätzlich, wenn du dir mal vor Augen führst, was für eine Masse an Menschen in den Stadien und drumherum an jedem Bundesliga- und zweites Bundesliga-Wochenende unterwegs ist und wie wenig da in Summe passiert, ist ja immer dieser gern genommene Vergleich mit dem Oktoberfest, ne? Wie viele Straftaten passieren da innerhalb von 2-3 Wochen auf diesem Areal und wie wenig ist das in Relation zu einem Bundesliga-Wochenende. Das ist aber auch tatsächlich so, das muss man mal ganz klar so sagen. Ja, und was man auch nicht vergessen darf, ist, weil ich wollte nämlich gerade sagen, ich fahre auswärts immer in Trikot und Schal und allem Pipapo und ich glaube, es kommt auch drauf an, wie du da auftrittst, ne? Mhm. Wenn du da natürlich wie der letzte Vollassi auftrittst mit 6 Promille und irgendwo in Stuttgart am Bahnhof schon mal die Leute da anschreist und dann kriegst du natürlich einen auf die Nuss irgendwann, ne? Mhm. Aber ich glaube, wenn man sich da einigermaßen vernünftig verhält und mit den Leuten auch 2-3 nette Worte wechselt, jetzt mal vielleicht Gladbach ausgenommen, habe ich da echt noch nie Probleme gehabt. Ja? Ja. Immer Reaktion und Gegenreaktion, ne? So sieht das aus. Klar, kannst du natürlich immer in Situationen kommen, siehe Nizza, wo du nichts für kannst. Aber wie gesagt, also den könnte ich in den letzten 15 Jahren echt in 2 Fingern abzählen, ne?
Und das kann ja überall passieren. Da kannst du auch hier aufs Straßenfest gehen, aufs Südstadtfest, Sülzer, Carré-Fest. Da kann auch irgendwer durchdrehen, der ein paar auf die Nuss hauen, wenn es dumm läuft, ne? Aber apropos Gladbach. Apropos. Sollen wir ganz zum Abschluss dieser Folge auf Sportliche schauen. Der Marco hat gerade gesagt, er ist froh, dass jetzt Länderspielpause ist. Ich bin da gar nicht ganz so sicher, ob das jetzt wirklich gut ist, dass diese Niederlage jetzt 2 Wochen gären kann. Mhm. Und es sind ja auch, glaube ich, die Hälfte aller Spieler sind ja weg. Also jetzt so aus der Hüfte geschossen, Kainz, Jubicic, Nimnios, der anscheinend, Martel, Hussein Basic. Schiri wahrscheinlich, ne? Schiri bestimmt auch, genau. Mhm. Einen vergesse ich gerade von den jungen Leuten noch, aber komme ich gerade nicht drauf, wenn er weg ist. Naja, das werden so die sein, also ungefähr so 6 Stammspieler fehlen dir schon. Nimnios. Den habe ich schon genannt. Nimnios, genau. Ach so. Genau. Ja, also so richtig Abläufe üben kannst du gerade dann auch nicht, ne? Es ist natürlich auf der anderen Seite, also ich habe zwei Dinge, die mich da ein bisschen entspannter werden lassen. Das eine ist, dass man im Moment jetzt auch in der Scheißphase sowieso drinne steckt. Es wäre natürlich geil gewesen, jetzt mit einem Sieg oder mit einem Punktgewinn irgendwie in diese Pause reinzugehen. Aber allein diese Pause für den Kopf mal zu haben und sich mal ein bisschen aus der Thematik rauszunehmen, ist, glaube ich, nicht unwichtig. Und es ist halt Derby und Derby ist immer was anderes. Derby ist immer, egal zu welchem Zeitpunkt das in der Saison kommt, egal was du für eine Phase vorher hattest, ob du jetzt gerade mit 7 Siegen da reingehst oder vorher 7 Niederlagen hattest, da sollte immer auch eine andere Grundstimmung im Team sein, da sollte immer auch eine andere Bedeutung des Spiels irgendwo da sein. Ich habe heute irgendwie in der Konferenz oder nachher am Ende fast vollständig hier Niedersachsen-Derby geschaut, Braunschweig gegen Hannover und also die Reaktion, also Braunschweig hat ja irgendwie in der Nachspielzeit dann mit 1-0 gewonnen, die Reaktion auf der einen Seite, wie positiv das da aufgenommen wurde und wie sich Hannover Twitter danach abgefuckt hat, das war schon also da alles rausschmeißen sofort von Anfang an und Leitl raus und alles, also das war schon ordentlich. Das bewegt halt einfach drumherum, glaube ich, noch ein bisschen mehr und ich sehe es eigentlich als positiv an. Ich hätte jetzt ein anderes Gefühl, wenn wir nächstes Wochenende schon gegen Augsburg spielen würden. Ich glaube, dieses Derby kann tatsächlich auch, ist meine persönliche Hoffnung, vielleicht male ich mir das auch zu schön, aber ist meine persönliche Hoffnung, dass das vielleicht auch so ein Knackspiel sein kann. So wie jedes Derby für den HSV gegen St. Pauli halt auch das Knackspiel ist, dass es in irgendeine Richtung dann geht, habe ich da auch so ein bisschen die Hoffnung, dass das jetzt zu einem richtigen Zeitpunkt kommt und Impuls sein kann. Weil ich meine, also Gladbach, ich weiß gar nicht, die stehen jetzt wie weit über uns? Ich muss mal gucken. So weit glaube ich gar nicht. Ne? Nee, es sind 4 Punkte. Die sind zwar 3 Plätze besser, sind nur 4 Punkte. Die haben in den letzten 4 Spielen auch nichts gewonnen. Die haben 2-mal verloren, 2-mal unentschieden gespielt. Gut, davor war der Sieg gegen Bayern dann tatsächlich. Aber die sind auch nicht im Rhythmus drin. Da sind die auch ganz, ganz weit von entfernt. Das ist jetzt auch keine Übermannschaft und da stimmt auch eine ganze große Menge im Moment nicht bei denen. Da kann man sich durchaus sehr, sehr viel Selbstbewusstsein wiederholen, was jetzt im Moment fehlt. Und dass die Hütte brennen wird gegen Gladbach, ich glaube, das im doppelten Sinne. Ich glaube, das ist, glaube ich, keine allzu große Voraussage meinerseits. Ich wollte gerade sagen, gefährliche Wortwahl nach dem Thema gerade. Also ich glaube, dass diese Pause uns sehr gut tut im Augenblick, weil du einfach diesen Negativlauf und diesen Druck schon wieder aufs nächste Spiel, auch wenn man jetzt nicht groß trainieren kann, einfach mal unterbrichst eine Woche. Und manche, die Leute auch zu den Auswärts, gut, man muss hoffen, dass sich keiner verletzt, aber bei der Nationalmannschaft das nochmal so ein besonderes Erlebnis. Das ist vielleicht auch mal so ein positives Erlebnis, was einem wieder so ein bisschen Moral ein bisschen mehr gibt und ein bisschen mehr Motivation. Und das kann es im Augenblick eigentlich nur zugutekommen, anstatt jetzt wieder ein Spiel zu verlieren und dann noch weiter unten reinzurutschen. Erstmal einen Break nehmen, mal durchatmen, was ein paar haben frei, ein paar fahren zur Nationalmannschaft und kommen hoffentlich gesund wieder und dann fangen wir wieder von neu an und dann sehe ich es wie Raik, dann wird natürlich auch das Umfeld hoffentlich sein Übriges dazu tun. Ne?
ja, Spielpraxis bei der Nationalmannschaft holen, ne? Hat auch Bruno Labbadia zu dieser Nominierung von Wagnermann da irgendwie gesagt, ist für die Nationalmannschaft nominiert. Ja, bei uns spielt er ja nicht, aber er kann sich ja Spielpraxis bei der Nationalmannschaft holen. Das ist auch, fand ich auch Wahnsinn, sehr, sehr schön. Wahnsinn, dass sie den nominiert haben. Das verstehe ich nicht. Und heute hat doch hier, der andere rechte Verteidiger, der hat sich doch verletzt abgemeldet. Ich komme jetzt gar nicht auf den Namen, aus England. Und jetzt haben die einen total gänzlich unbekannten nachnominiert. Malik Thiaw haben sie nachgenommen. Ja, genau. Du meinst, dass sich der Bella Kotschop verletzt hat? Das war genau, richtig. Und die haben Malik Thiaw, der früher bei Schalke gespielt hat, nachnominiert. Der ist Stammspieler bei Mailand. Also ist jetzt kein Unbekannter. Noch nie den Namen gehört. Für mich ist der unbekannt. Ich habe den Namen noch nie gehört. Wie gesagt, doch, das ist, glaube ich, der prominente spielende Innenverteidiger, den wir gerade haben, außer Bayern jetzt und Dortmund. Ja. Also, boah. Na gut, Antonio Rüdiger, ne? Ja, stimmt. Aber der war ja sowieso schon dabei. Aber ja. Nee, aber genau, also sehe ich tatsächlich auch so, dass sich da hoffentlich keiner verletzt irgendwie in dem Ganzen an und dass man tatsächlich vielleicht mal ein bisschen den Kopf frei bekommt und dann wieder Anspannung aufbauen kann. Diese Woche bin ich auch eher positiv geneigt zu sagen, dass jetzt nicht direkt das Derby hinterherkommt. Ich glaube, hätte man auch machen können, aber es stört jetzt nicht, sondern ich sehe es auch eher als positiveren Aspekt. Ja, ich weiß nicht, gegen wen die alle spielen. Ich hoffe, die spielen alle gegen irgendwelche Aufbaugegner, gegen, was weiß ich, das hinterletzte, so halb UN-zertifizierte Land in Europa, damit die sich alle schön Selbstvertrauen holen können. Dass Österreich da irgendwie, was weiß ich, Montenegro 7-0 aus dem Stadion schießt, Kainz 3 Vorlagen gibt, Jovic 2 Abstaubertore und unsere U21 Hussein Basic 3 Tore auflegt oder so. Ja. Das wäre gut. Meine große Hoffnung, mein großer Wunsch ist, dass da echt keiner verletzt. Das können wir im Moment echt nicht kompensieren, wenn so ein Jubi da jetzt wieder verletzt zurückkäme und dann wieder mit 3-4 Wochen ausfällt. Ja, das nee, Lubin darf sich nicht verletzen, der muss ja erstmal Benzo Baini aus dem Leben treten gegen Gladbach. Ja, ne? Das wäre so, sportliche Ziele sind zweitrangig, es geht eher um persönliche bei Detlef in dem Spiel. Genau. Okay, wie sind denn die Tipps? Dann schießt man mit euren Tipps los. Ich sag, die Nationalmannschaft gewinnt die beiden Freundschaftsspiele. Genau. Ja. Gegen denn? Belgien auf jeden Fall. Ach, Belgien und Peru. Ach, während wir gegen St. Truiden spielen, spielen die gegen Belgien. Das ist ja toll. Das passt doch. Ja. Also ich sag 2-2 gegen Gladbach, ja. Ich glaube, die revanchieren sich für das Hinspiel-Ding und das wird ein bisschen deutlicher. Ach komm, ich hau mal einen raus. 4-1. Ich gebe keine Tipps mehr ab, ich liege sowieso immer falsch. Ja. Dann sag bitte, dass wir hoch verlieren werden. Okay, wir verlieren 3-0. Gut. Ich glaube, wir gewinnen. Unerwartet wieder mal eins von diesen, wie Werder Bremen, alle sind im Tal der Tränen und dann kommen wir und hauen die da 3-0 aus dem Stadion. Schön wär's. Die sind ja auswärts unheimlich schwach, ne? Tatsächlich. Mhm. Die sind immer in der Auswärtstabelle unter Ferner Liefen. War Bochum auch. Das war Bochum. Das wollte ich jetzt gerade nicht sagen, ja, genau. Ich wollte es gerade noch ergänzen, ja. Und wir sind ja auch sehr gut darin, so strugglende Bundesligisten jetzt wieder aufzupäppeln. Muss man ja schon sagen. Aber Gladbach ist tatsächlich Platz 15 der Auswärtstabelle. Ein Punkt mehr als Bochum. Und wir sind immer noch Platz 11 der Heimtabelle, 18 Punkte. Ja, wäre halt schön, wenn wir diese Serie fortsetzen würden. Ich gebe es ja ehrlich zu, ich habe echt Schiss vor unserem Restprogramm. Also es kommen nur noch die Gegner, die wir nicht mögen, ausschließlich. Und Bremer, die eine Rechnung offen haben und mit gewetzten Messern da auf dem Platz laufen werden wahrscheinlich. Und am letzten Spieltag die Bayern. Also wäre schon ganz gut, je eher wir jetzt nochmal 3 Punkte holen, umso besser für meine Nerven. Also ich glaube auch, dass die Länderspielpause uns gut tut, dass man da jetzt psychologisch ein bisschen was machen kann mit den Leuten, die da sind, auch ein bisschen was arbeiten kann. Vielleicht kriegt ein Kingsley Schindler nochmal ein bisschen Torschusstraining. Dann lernt er auch den Ball aus einem halben Meter vom leeren Tor reinzuschieben. Und vielleicht dann bringt ihm Sargis Adamian so ein paar Tricks bei. Das ist Wahnsinn. Side Topic, mein 6-jähriger Sohn, der hat sich ähnlich wie ich gestern auf den Boden gekrümmt vor Lachen, der hat sich die Szene 5-mal angeguckt und er konnte nicht mehr vor Lachen. Ja. Wie kann man so ein Ding verschießen? Ja. Das passte wirklich zu diesem gebrauchten Teil. Genau. Nee, aber zurückzukommen, also ich bin der Überzeugung, dass die Länderspielpause jetzt gut tut. Ich glaube auch, ich hoffe auch, dass jetzt alle gesund zurückkommen. Die Negativserie hatten wir beim letzten Mal. Jetzt kommen sie alle gesund zurück und dann sollte es dann wieder in die Spur zurückgehen. Ich glaube auch, jetzt noch 3 Siege und wir sind durch. 36 Punkte reichen
Und dann sind wir durch. Ich glaube aber auch, das Schneckentempo im Abstiegskampf kommt uns auch zugute, also deutlich zugute. Ja, Schneckentempo. Bochum hat in 2 Spielen 6 Punkte auf uns gut gemacht. Ja, ne? Ja, Bochum hat auf uns 6 Punkte gut gemacht. Okay, aber Schalke hat kaum was aufgeholt. Nee, Moment. Die haben in der Rückrunde, glaube ich, richtig viel aufgeholt auf uns. Die haben kein Spiel verloren. Ja. Gut, die haben aber auch aus einer noch schlechteren Ausgangsposition. Ne? Ja, klar. Ich bin davon ausgegangen, von unserem Abstand, den wir auf die Abstiegs- und Relegationsplätze haben. Schalke hat 12 Punkte der Rückrunde geholt. 12 und wir 6. Das heißt, die haben 6 Punkte gemacht auf uns. Ja, bin ich bei dir. Ich habe den Blick immer nur auf Relegation und Abstiegsplätze. Und da hat sich für uns kaum was verändert. Ist jetzt ein Punkt eingeschrumpft, ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass die da unten fett gepunktet haben und dadurch, dass sie halt gegeneinander gespielt haben, sich gegenseitig Hertha und Hoffenheim die Punkte weggenommen haben, ist es halt auch so ein gewisser Steckenkampf. Wir müssen noch punkten, das ist ganz klar, da war kein Hehl draus, aber ich glaube halt auch, die sind unten echt relativ langsam unterwegs. Das kommt uns zugute. Es ist halt in sich sehr, sehr stark zusammengerutscht, die ganze Thematik. Ne? Du hast jetzt von 15 Hoffenheim mit 22 Punkten bis 18 Stuttgart 20 Punkte, sind halt nur 2 Punkte. Das heißt, an jedem Spieltag kann sich die ganze Konstellation unten komplett verändern. Ne? Und wir sind halt mit gerade mal 6 Punkten auf Hertha nicht allzu weit davon weg. Aber wir haben ja auch noch ein paar Mannschaften um uns rum, die da auch nicht allzu weit weg sind. Ich meine, Augsburg steht nur 1 Punkt vor uns, Bochum ist 2 Punkte hinter uns. Selbst Bremen und selbst Gladbach mit 31 Punkten, das sind 10 Punkte nach unten. Völlig unmöglich ist es nicht, aber wir stecken da schon noch mit am von den Mannschaften, die man noch zum Mittelfeld zählt, stecken wir da schon sehr, sehr knackig mit drin. Ne? Und ich meine, das Spiel gegen, mal als abgesehen davon, wie jetzt das Derby ausgeht, ich bin ja dann am Osterwochenende in Augsburg und werde das Spiel da sehen, das wird halt auch nochmal ein richtiges Knackerspiel werden und auch nochmal ein ganz, ganz entscheidendes Ding werden, ob du dich da jetzt vor dem Restprogramm da einigermaßen freischwimmen kannst. Also, ich sag mal, wenn wir aus dem Derby und aus Augsburg 4 Punkte rausholen sollten, glaube ich, haben wir mit dem Abstiegskampf nichts mehr zu tun. Dann sind wir zwar auch erst bei 31 Punkten dann. Das reicht zwar noch nicht komplett rechnerisch, aber ich glaube, dann holst du die restlichen Punkte aus den Spielen danach zusammen. Gehst du da aus den beiden Spielen mit 0 Punkten raus, dann, je nachdem, wie die hinter dir spielen, stehst du ordentlich im Feuer. Vor allem, weil natürlich Gladbach nichts lieber tun würde, als uns so richtig da reinzuschießen. Ja. Ja, da muss man gegenhalten. Ist ein Heimspiel, ne? Du bist die Heimmannschaft und du musst dich noch für die Hinspielniederlage in Unterzahl allerdings revanchieren. Du hast noch diese Jubicic-Geschichte, die uns auch, glaube ich, locker 9 Punkte gekostet hat. Mhm. Und so erwarte ich, dass die Mannschaft da auftritt und dass sie sich entsprechend heiß machen lässt. Ja. Und ich erwarte auch, vom Trainer, dass er bei der Aufstellung nochmal dahin zurückgeht zu den Erfolgsfaktoren. Das muss man dann auch sagen, der Seite auch nochmal was kommt. Ja, da hat nämlich noch uns der Hörer, der frei und ehrlich, die Frage gestellt. Mhm. Wann gibt SB72 den Jungen eine echte Chance? Schlimmer kann es nicht werden. Ist Gladbach vielleicht schon der Punkt, wo man mal Lemperle von Anfang an ranlassen müsste? Oder ein Deal oder ein Downs oder whoever? Nee, sehe ich nicht. Nee, sehe ich auch nicht. Kontroverse. Ich sehe, also für mich müsste die Aufstellung so, also wenn ich jetzt aufstellen müsste für das Gladbach-Spiel, würde ich Olesen rauslassen, dafür Martel wiederstellen. Und ich würde wahrscheinlich Adamian rausnehmen, Ljubicic dafür in die Mitte ziehen und Lindenmeier stellen. Und ansonsten in der Abwehr hast du keine großen Auswahlmöglichkeiten. Schindler ist keine Alternative im Moment, sondern nur, wenn irgendwas komplett schief geht. Und ansonsten Skiri, Martel, Doppelsechs davor, dann Dreier-Mittelfeld mit Kainz, Ljubicic und Meiner und vorne. Da würde ich wahrscheinlich im Moment Selke stellen, weil er das Erfolgserlebnis jetzt gerade hatte und ein Tor gemacht hat, bei ihm hoffentlich der Knoten geplatzt ist. Vielleicht alternativ Tigges, aber wahrscheinlich eher Selke. Und viel andere Tigges Möglichkeiten zu sehen, sehe ich da jetzt tatsächlich nicht. Ja, Selke ist auch der Einzige, der diesen Assi-Faktor von Gladbach mitgehen kann. Also der muss schon spielen. Das ist die eine Sache. Die andere Sache in der Vorberichterstattung,
Die, die im Stadion waren, konnten es nicht sehen. Meinte Baumgart ja auch im Interview, was denn jetzt auch so mit Zeit und Reifen der Mannschaft und sowas ist, meinte er halt auch, du kannst Tickets nicht über Nacht zum Bundesligaspieler machen. Mhm. Und finde ich eine ziemlich geile Aussage. Aber das zeigt ja dann auch schon, dass er da auch mehr auf Selke ist und zur Person Selke da gesagt hat, der muss jetzt erstmal Selbstvertrauen spielen, der hat bekommen, der hat jetzt ein Spiel von Anfang an gemacht. Das hier war jetzt das zweite und oder durchgespielt. Das hier war jetzt zweite und hat dann eine Bude gemacht. Ich glaube, dass der mit Selke anfangen wird. Ganz kurz, mein Wunsch in der Aufstellung wäre, den Hüseyin Basic nochmal reinzubringen. Ich verstehe nicht, warum der nicht drin ist, warum der nicht von Anfang an mitspielt. Und Olesen auf die Bank wieder zurück, mindestens auf die Bank. Also das wäre so mein Wunsch. Ansonsten, ja. Ich bin der Meinung, die Zeit ist mal langsam reif für Tim Lemperle in der Startelf. Du musst ihm auch mal irgendwann mal einen Knochen hinschmeißen, ob jetzt gegen Gladbach oder danach dann gegen die Puppenkiste. Aber so langsam musst du mal irgendwas tun, um da auch mal ein bisschen jugendlichen Elan, Unbekümmertheit und ein bisschen Kreativität reinzubringen. Schmeiß ihn mal rein. Schlechter als Adamian nach seinem Pfostenschuss die anderen 50 Minuten, da kann der es ja auch nicht machen. Ja, ich glaube ehrlicherweise nicht dran, dass er es macht, aber ich glaube es auch nicht. Die anderen sind noch nicht weit genug und Lemperle hat irgendwie da beim Baumgart nicht die Credits. Nee, da wirklich, glaube ich, eher Hüseyin Basic kommt wieder in die Mannschaft zurück, wenn der sich jetzt gut präsentiert in der U21. Hat ja im Hinspiel gegen Gladbach ja auch getroffen, ne? Zumindest das, also da hat er ja auch ein positives. Ich weiß gar nicht mehr. Okay. Ja, das hat das 4-2 dann, glaube ich, gemacht. Ja, ein Tor hat er geschossen. Ja. Das habe ich verdrängt. War, glaube ich, auch sogar was sein erster Bundesliga-Treffer? Kann sein erster oder zweiter, bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher, aber hat auf jeden Fall getroffen. Ja, und ich glaube, der hat da auch Bock drauf, der brennt für sowas natürlich auch. Und also kannst du auch machen, da würde ich jetzt auch, wäre ich jetzt auch entspannt, wenn du Hüseyin Basic zum Beispiel statt Ljubicic reinnimmst oder Ljubicic auf der Flanke lässt und Meiner dafür dann erst in der zweiten Halbzeit bringst, kann man auch machen. Finde ich auch völlig legitim. Aber wir sind ja zumindest alle mal einig, dass Olesen sich jetzt zumindest für uns aus dem Kader rausgekegelt hat erstmal. Ja, und allein deshalb wird Baumgart den trotzdem spielen lassen. Wahrscheinlich, ja. Die Sorge habe ich ja auch. Ob wir uns einig sind, interessiert den guten Steffen nicht. Nein, aber jetzt auch bitte nicht auf den 19-Jährigen da einschießen, oder wie alt er sein mag. Der hat einen schlechten Tag gehabt, hatten alle anderen aber auch. Und der hat auch schon gute Spiele für uns gemacht. Er ist gemeinsam mit untergegangen, ja. Ja, ich finde, es richtet auch nicht gegen ihn, einfach er ist nur nicht Startelf-Kandidat im Augenblick. Nee, ist auch nicht. Vielleicht auch für ihn selber ganz gut, dass er jetzt nicht wieder ins Fadenkreuz der Kritik gerät. So, letzte Amtshandlung, Saisonspende. Da kommt nämlich jetzt einiges zusammen, weil Selke-Tor. Erstmal ganz, ganz lieben Dank an den Bergbeutel. Der hat noch quasi im laufenden Spiel sozusagen live in die Kneipe seine Wetteinsatz eingelöst, weil er sagte, für jedes Tor von Davy Selke schmeißt er da 10 Euro rein. Und da ist er nicht alleine. Auch, jetzt lass mich nicht lügen, Marco und Erik haben, glaube ich, gesagt, 2 Euro je Selke-Tor. Genau. Sind wir schon bei 4 Euro von Marco und Erik insgesamt. Marco und Erik. So, und dann geht's weiter. Alle Tore von Nicht-Modest. Nochmal 2 Euro sind also nochmal 2 Euro von dem Selke-Tor, dem einen. Und wir haben nur eins geschossen. Danke, Kingsley Schindler. Dann müssen wir jetzt nochmal die unter 2000er zählen. Ist Olesen einer von denen? Ja, ne? Ja, ist der. Aber Olesen, Martel kam dann ja auch noch, sind 2. Der Huso kam auch noch, sind 3. Mhm. Hat Lemperle gespielt? Nee, ne? Nein. Und 3. Vergesse ich einen? Ljubi ist schon über 2000er, ne? Ja, der ist schneller. Ja, okay. Nee, da müssten das, meine ich, alle gewesen sein. Okay, Downs ist ja auch nicht gekommen. Ist auch nicht gekommen, ne. Genau, und Thema ist ja leider keine Option gerade, weil verletzt ist. Sind wir bei 9 Euro für immerhin 1-6. Das ist ja schon was wert, muss man zugeben. Naja, 9-10, ne? Danke, mit dem vom Bergbeutel. Ja, genau, mit Bergbeutel bei 9-10, richtig. Danke, Davy Selke, du trägst den Laden. Genau. Du finanzierst hier die Saisonwette im Alleingang. Hervorragend. Genau. Und wenn wir eh schon Leuten danken, dann muss ich auch noch dem, jetzt habe ich seinen Namen leider gerade vergessen. Wir haben gerade noch einen Hörer Geld überwiesen, weil, Zitat, Daniel hat Sticker gegönnt. Also lieben Dank an dich, du weißt, wer gemeint ist. RW 1948. Ah ja, okay, gut. Ja, also vielen Dank an RW dann in dem Sinne. Und vielen Dank an alle anderen, die es unterstützen. Wenn ihr das tun wollt, geht einfach mal auf www.trotzdemhier.de/
unterstützen. Da steht, nee, sorry, slash spenden. Da steht alles, wie man uns unterstützen kann. Ja, und in der Tat kann man daran überlegen, ob man das per Coffee oder per PayPal oder irgendwie anders tun will. Da wird es demnächst noch ein paar andere Optionen geben. Bleibt mal gespannt und haltet die Kanäle im Auge. Aber vielen, vielen Dank an alle, die immer so ganz fleißig bis jetzt schon gespendet haben. Das hilft, dass wir den Podcast hier weiter souverän und ohne Sponsoren und eigenverantwortlich und quasi aus eigener Tasche finanziert bekommen, ohne uns dann irgendwelche Sponsoren verkaufen zu müssen. Jo, dann danke ich auch den Herren hier in der Leitung, die alle müde sind, aber schon ganz viel ihrer Freizeit hier geopfert haben. In Abwesenheit danke ich dem Marco und in Anwesenheit bedanke ich dem Erik, dem Raik und dem Daniel. Vielen Dank euch dreien. Ja, tschö, danke, gerne. Danke dir für das Moderieren der hitzigen Folge hier. Naja, und wir hören uns alle dann, oder zumindest ein Teil dieser Gruppe hier wieder, übernächsten Sonntag um 20:30 oder 20:45 auf Twitch und dann kommt die Folge irgendwann in der Nacht, euer Podcatcher. Wenn ihr es nicht verpassen wollt, abonniert uns auf Twitter, auf Instagram, abonniert den Podcast-Kanal, abonniert den YouTube-Kanal, abonniert einfach alles, wo wir draufstehen, klickt überall auf Like und schickt mir lebensgroße Pappaussteller von euch selber für mein Wohnzimmer. Bis dahin, bleibt gesund, macht es gut. Tschüss. Oh, sei froh, was du dir wünschst. Tschüss. Ciao. Ciao.